Herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung hier auf die Filmfabrik. Wir sprechen heute abermals über unsere Lieblings-Fantasy-Mittelalter-Serie. Von HBO. Von HBO, nämlich Game of Thrones. Ja, so. Und ihr könnt auch, wenn ihr nicht das Video schauen wollt, sondern nur das Audio, könnt ihr auch den Podcast unter Soundcloud, iTunes oder Deezer euch gönnen. Tatsächlich? Geht das? Cool. Ja, jetzt musst du noch die Rafflings erwähnen. Achso, ja. Wir haben beschlossen, weil wir immer wieder gefragt werden, woher habt ihr eure ganzen Infos, woher wisst ihr so viel? Es gibt halt sehr viel Sekundärliteratur zu Game of Thrones. Ganz wichtig ist da natürlich auch das Werk Westeros, das unter anderem von George R. R. Martin selbst geschrieben wurde und die gesamte Vorgeschichte von Game of Thrones und der Welt von Eis und Feuer erzählt. Also das steht auch immer hier bei uns rum. Wir haben jetzt in die Infobox Rafflinks eingefügt. Da könnt ihr, also das sind Links für Amazon und wenn ihr über die Links dann die Sachen kauft, dann kriegen wir sogar einen Anteil an euren Kosten, ohne dass ihr mehr ausgeben müsst. Genau. Und so haben dann im Prinzip alle was davon. Genau. Okay. Fangen wir erstmal wieder mit den Kommentaren an zur letzten Folge. Ich habe wieder ein paar Sachen rausgesucht. Okay. Und du hast wahrscheinlich auch ein paar Sachen, die du noch klären willst. Vielleicht. Diesmal nicht so viel. Okay. Gut. JEREC361, da haben wir wieder so einen Dialog, den wir zusammen vorlesen können. Okay. Ich besitze drei Drachen und Feuer kann mich nicht verletzen. Es gibt weiße Wanderer und den Nachtkönig. So ein Quatsch. Ja. Ja. Okay. Cool, oder? Cool. Das war der coolste Kommentar, den ich jetzt gesehen habe. Nächster Kommentar, bitte. Okay, Royal Roy 5 schreibt: Ich finde, es hat eine schöne Ironie, dass Olenna, die geborene Rotwein, eben auch durch Rotwein stirbt. Ja. Haben wir das nicht auch so ähnlich gesagt? Ich glaube, wir haben das überhaupt gar nicht gesagt. Ja, gut. Wir haben immer noch wieder mal von Olenna und dass sie eine Rotwein ist. Es gab mal einen sehr schlechten deutschen Film namens Rotwein statt Tod sein. Obwohl, so schlecht war der gar nicht. Okay. Gut. Okay. Geil. Ja. Lennox Mars schreibt, Davos hat Stannis mit seinen Zwiebeln in Sturmkap gerettet und nicht auf Drachen. Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. War schlichtweg ein Flüchtigkeitsfehler dahergeplappert. Es tut uns leid. Natürlich, wurde Stannis belagert in Sturmkap von den Tyrell-Armeen ein Jahr lang und da hat Davos ihn gerettet, aber danach sind die tatsächlich nach Drachenstein gereist. Genau. Und da waren Viserys und Daenerys bereits auf der Flucht und Stannis hat dann von Robert auch zu seinem Unmut Drachenstein bekommen und deswegen kannte trotzdem, also es bleibt ja trotzdem, die Message bleibt gleich, Davos kennt sich in Drachenstein aus. Genau. Arne Ahrens schreibt, ich meine, das war Sir Ian McKellen, der beim Hobbit geweint hat. Weil du meintest, ich erinnere mich, mit einem Schauspieler, der so viele Greenscreens gesehen hat und eigentlich komplett vor Greenscreen gespielt hat. Also ein großer Bühnenstar, der halt plötzlich mit einem Tennisball spielen muss. Ich hatte diese Geschichte irgendwie grob im Kopf. Ja. Übrigens hat uns auch Rhaegar Targaryen geschrieben. Mm. Bei 1:05:15, das war Bernadette, das ist die gleiche Kammerzofe von Staffel 2, 3, 4 und 6. Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Hat die einmal die Haare anders und schon erkenne ich sie nicht mehr. Sie hatte die Haare anders. Ne? Ja, die ist auf jeden Fall im großen Cersei-Fanclub. Okay, alles klar. Ja, tut mir leid, auch ein kleiner Fehler von uns. Was noch? Und, Moment. Nico Flashback schreibt, was haltet ihr von der neuesten Fantheorie, dass Daenerys einen Spionspitzel von Cersei in ihren engsten Reihen hat, aufgrund des plötzlichen Erscheinens der Greyjoys in Castle Rock? Oder wie diese Theon und die Sandsnakes auf offenem Meer ohne Navigator einfach so abgefangen werden konnten? Ja, sehr möglich. Ja. Wer glaubst du, wer könnte es sein? Vielleicht ist es im größten Mindfuck der Geschichte Daenerys selbst. Ach so, die hat so zwei Persönlichkeiten oder was? Ja, das war ein Witz. Oh, wir machen eine Folge immer nur so selbst erfundene Fantheorien. Ja, genau. Wem würdest du es am ehesten zutrauen aus dem engsten Beraterstab? Boah. Eigentlich niemandem, ne? Nee, höchstens vielleicht Varys, aber das ergibt einfach Keinen Sinn. Also außer er hat noch einen kompletten anderen Masterplan. Also es wäre schon sehr, sehr, sehr verrückt. Ja. Also, nette Idee, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Oder Euron ist einfach so ein krasser Motherfucker, dass der einfach alles so hinbekommt. Ja, oder es ist halt einfach intelligente Kriegsführung seitens Cersei. Und ich hatte letztes Mal erwähnt, dass es nur 13 Weiße Wanderer geben soll, aber da hat Lukas Merkel geschrieben, ich denke, dass es über 90 Weiße Wanderer gibt, weil Craster seine Söhne aussetzt. Ja. Wie in der dritten Staffel zu Mormont sagt, dass er seinen 99. Sohn geboren wurde, aber er setzte seine Kinder ja in der Wildnis aus und wurde im Gegenzug verschont. Ja. Apropos Craster. Ich habe vorgestern eine sehr interessante Doku über Josef Fritzl gesehen. Das ist, kann ich nur empfehlen auf Netflix. War wirklich überaus spannend. Sehr interessant, sehr lehrreich. Also würdest du sagen, Craster ist der Josef Fritzl von Westeros? Du nicht? Passt doch ungefähr. Aber okay, sehr, sehr geschmackloser
Talk beiseite. Wow. Kommen wir zur eigentlichen Folge. Ich komm nie wieder nach diesem Bruch. Ich musste tatsächlich gerade dran denken. Das ist eine seltsame Verbindung, die mein Kopf da geschlossen hat. Kommen wir zur Folge. Was sagt er? Hat er damit recht? Oder was möchtest du dazu sagen? Wie viele Weißwanderer gibt es nun wirklich? Ich habe also, wir hatten nur einmal diese 13 gesehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es kann gut sein, dass das einfach so Gelaber ist. Ja. Ich habe meinen 99. Sohn geboren. Ja. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir das nächste Folge rausfinden werden. Ich will jetzt nicht spoilern und viele wollen ja gar nichts darüber hören. Denk an den Titel der Folge, der fünften Folge. Weißt du, wie sie heißen wird? Ja. Da kann man ja schon davon ausgehen, dass man das vielleicht erfährt. Aber wer weiß. Ich habe eine Fantheorie, wie sie heißen könnte. Das war ein Witz. Okay, richtig gut. Alles klar. Der Titel dieser Folge ist The Spoils of War oder im Deutschen Kriegsbeute. Wer ist dran? Du bist dran. Ich bin dran. Ja. Gott, das ist die. Was bedeutet das, lieber Alper? Also klar, auf der einen Seite kann man sehr oberflächlich sagen, es geht vor allem ums Tyrell Gold. Weil die Lannisters ja Highgarden, Rosengarten eingenommen haben und das Gold an die Eiserne Bank von Braavos schiffen müssen vor allem. Es geht eben sehr viel um Gold und was Kriege bringen. Es geht ja auch teilweise auch darum, dass Bronn seinen kleinen Verdienst da bekommt mit dem Sack Gold. Genau. Im Mittelpunkt steht aber auch... So genau wie so ein Lehrer. Genau. Im Mittelpunkt steht aber auch vor allem ganz oft in vielen Einstellungen, vielen Szenen der Fußsoldat. Also wirklich das Individuum. Und wir sehen hier, dass oft Kriege von Generälen und Anführern und Königinnen und Königinnen geführt werden, die Fußsoldaten im Prinzip aber des Öfteren für nichts sterben. Denn im Endeffekt ist Spoils of War, also die Kriegsbeute, nichts anderes als Feuer, Blut, Zerstörung und Tod. Okay. Zum Beispiel, das ist eben nicht nur in dieser Schlacht zu sehen am Ende der Folge, sondern auch eigentlich die ganze Zeit davor, wenn man sieht, was aus den ganzen Stark-Kindern geworden ist durch die vielen Kriege, also durch den Krieg der Fünf Könige, durch die Zerstörung, durch die traurigen Umstände, sind alle auf ihre eigene Weise zu seltsamen Geschöpfen geworden. Also es ist schön, dass Game of Thrones, mit anderen Worten, es ist schön, dass Game of Thrones immer wieder zeigt, was für Schrecken der Krieg mit sich bringt. Denn diese Folge hätte auch ganz einfach, in vielen anderen Serien wäre es so gehandhabt worden, einfach eine Fuck yeah, go Daenerys-Schlacht, wie sie halt endlich zurückschlägt mit ihrem Drachen. Aber tatsächlich sieht man eigentlich sehr, sehr oft die Schrecken des Krieges, dass auch Pferde zum Beispiel sterben, dass Pferden die Beine abgehackt werden, verstümmelt werden. Dass man sieht ganz viele Einstellungen von Fußsoldaten, also Großaufnahmen von den Gesichtern, in denen sie zittern, vor Angst schlackern und sowas. Ja, also man sieht wirklich, also ich finde es schön, dass hier dann sowas nicht beschönigt wird. Nicht, also es ist keine... Ja, so Kriegsporno-mäßig. Genau, es ist kein Kriegsporno. Es ist, Es ist schön auf der einen Seite, aber erschreckend. Ja. Auf der anderen Seite muss man dazu auch sagen, ich habe mich des Öfteren dabei ertappt, wie ich mir sagte, boah, ist das geil. Du bist ein kleines Kind so offen. Ja. Endlich. Okay, aber dazu kommen wir noch. Erstmal Jonas, wer hat Regie geführt? Das war der gute Matt Shackman. Das ist ein guter Freund von dir, ne? Ja. Weil der hat in Alpers Lieblingscomedy-Serie It's Always Sunny in Philadelphia ganze 44 Folgen. Also das ist der It's Always Sunny in Philadelphia Regisseur. Genau. Und dazu muss man auch sagen, dass das die erste Folge war, in der Regie geführt hat in Game of Thrones. Ja, genau. Das und in der nächsten für auch genau. Regie. Und hat bereits einen sehr guten Job gemacht, wie ich finde. Dazu muss man sagen, It's Always Sunny in Philadelphia. Komm, wir rollen es nochmal gerade ganz schnell auf. Ist leider in Deutschland nicht so bekannt, die Comedy-Serie. Mhm. Ist aber quasi so extrem witzig, quasi so die Anti-Sitcom. Also es ist halt, es spielt sehr viel mit den Klischees jeder Sitcom und geht damit wirklich genau das Gegenteil. Zieht es ins Perverse, ja. Also es geht dann plötzlich nicht darum, dass das neue Sofa im Wohnzimmer potthässlich ist, wie halt in vielen Sitcoms, wo Probleme halt oft sehr einfach sind, sondern es geht um Cracksucht, um Abtreibung, und so weiter und so fort, um Krebs, der nur vorgetäuscht wird oder so, all so Sachen. Boah, ich erinnere mich gerade daran, dass die so getan haben, als wäre das fiktive Kind von Dee tot, das Baby, als zu der Beerdigung. Ich glaube, wir müssen hier schon ein bisschen stoppen, sonst reden wir da 20 Minuten lang über unsere Lieblingsstelle. Ja, genau. Und dieser Matt Shackman, also dazu muss man auch sagen, aber das ist auch wichtig, David Benioff und D.B. Weiss, die Showrunner von Game of Thrones, sind Riesenfan von It's Always Sunny in Philadelphia. Die haben ja auch schon mitgespielt in der letzten Staffel. Haben in der letzten Staffel mitgespielt und auch schon eine Folge geschrieben. Genau. Und die haben übrigens auch diese Folge geschrieben, also von Game of Thrones. Ja. Gut. Mal wieder. Wie fandst du denn die Folge overall? Ich fand sie, gerade das Ende fand ich extrem geil. Ja, also, kann man so sagen. Ich finde, gerade so in der vierten Folge sowas zu sehen, wo es ja eigentlich immer die neunten Folgen sind, und ich
Ich hätte nicht gedacht, dass man die Schlacht der Bastarde noch irgendwie toppen kann. Fandest du, dass das besser war als Battle of the Bastards? So von der Größe her fand ich es schon krasser und von den Effekten. Also die Drachen, aber so rein ne? von der Dramaturgie her und von der Intensität fand ich aber Battle of Bastards noch einen Ticken besser. Ich bin halt sehr gespannt. Ich glaube, wir viele. Also eine Sache muss man ja über diese Staffel sagen. In Westeros ist die Kunst des Teleportierens angekommen. Es wird sehr viel, sehr schnell herumgereist. Tyrion ist in der einen Szene noch in Drachenstein und dann plötzlich in irgendwo in der Weite. Das stimmt. Viele kritisieren das auch. Aber ich finde, viele stellen sich da auch unglaublich an. Ich meine, wir haben das in Staffel 5 gesehen, wie das ist, wenn man da ein bisschen versucht, wie man das Tempo da rausnehmen kann. Das war halt für mich die schlechteste Staffel der gesamten Serie, also die fünfte. Man muss halt einfach ein bisschen mitdenken und halt auch mal davon ausgehen, dass zwischen wirklich innerhalb einer Folge teilweise Wochen vergehen, so zwischen zwei Szenen. Das ist halt. Ja, also das halt auch nicht alles, obwohl es halt hintereinander geschnitten wird, dass das nicht chronologisch genau, abläuft. Genau, das auch, ja. Da passieren halt Dinge, teilweise werden sie vorher gezeigt, obwohl sie vielleicht in der reinen Chronologie nachher passieren. Also muss man sich halt einfach nicht so anstellen. Aber ich kann auch verstehen, wenn es für den einen oder anderen verwirrend ist. Ja, aber wie gesagt, man muss halt einfach ein bisschen aktiv mitdenken. Genau. Auf der anderen Seite, dass jetzt Danny auf einem Drachen in Westeros kämpft, ich meine, viele warten da jetzt seit 6 Jahren drauf, seit 2011, also seitdem Game of Thrones erschienen ist. Und andere warten seit 1996 drauf, seitdem das Buch Game of Thrones erschienen ist. Ja, stimmt. Das wurde vor kurzem auch jetzt. Was? Nee. Bitte was? War es 96? Was? War es nicht 97? Oder 7? Nee, ich glaube 96. Was? Ja, vorgestern. Game of Thrones hatte nämlich Geburtstag, kurz glaube ich 20 Jahre. Ah, okay. Ja gut, dann war es halt 97. Aber ob es jetzt 96 oder 97, also die Leute warten halt seit 20 Jahren darauf, dass diese Schlacht kommt. Diese armen Leute. Ja. Aber ich fand halt auch, abgesehen von den ganzen Effekten, von der Schlacht, von den Stunts und so weiter, das Schauspiel darf man auch nicht vergessen. Mhm. Es gab sehr, sehr viel. Kommen wir, glaube ich, auch noch mal im Detail drauf. Tolles Schauspiel. Ja. Ja. Und man muss auch noch eine Sache sagen, es ist wieder eine Folge, in der es sehr viele Wiedersehen gibt. Das stimmt auch, ja. Und vor allem, was wir jetzt auch auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist, ich finde, die letzte Staffel von It's Always Sunny war nicht so gut. Also die 10 Staffeln davor waren 1000-mal besser. Die letzte Staffel war so ein bisschen, ich fand die, ich will jetzt nur noch über It's Always Sunny reden. Ach so. So meine, Serienbesprechung. Ja, eine Stunde nur über It's Always Sunny sprechen. Ich glaube, das wäre länger. Wir machen das im Podcast und Marius muss zuhören. Jedes Wort. Ja, genau. Ja, locker. Das Witzig, wir haben das mal, glaube ich, in einem besten Serientalk erwähnt und haben da einfach 20 Minuten lang nur über It's Always Sunny geredet und Mario saß daneben so. Ja, weil, keine Ahnung, ich habe die jede Folge jetzt schon 4 oder 5 Mal gesehen, obwohl die jetzt schon 12 Staffeln hat. 11, 12 oder sowas. Du hast ja auch schon öfter mal gesehen. Ja, und Marius gar nicht. Egal, okay. Fangen wir an mit Szene Nummer Uno. Das bleibt gleich. Ja, und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel ändern, außer dass vielleicht. Ja. Weißt du, was ich anfangs noch sehr schön fand, wenn es wirklich immer so war, dass was man die Städte, die man im Intro sieht, dass die auch wirklich in der Folge vorkommen, dass es genau die sind. Klar, mir war auch irgendwie bewusst, dass das nicht immer möglich sein wird. Ich meine, so eine Folge wie Battle of the Bastards spielt halt in Winterfell. Punkt. Mhm. Und ich kann ja nicht einfach im Intro nur Winterfell zeigen und dann das Intro 20 Sekunden später. So einmal oder halt zoomen, dann wieder raus, dann wieder drauf, dann wieder raus. Das ist absolut klar. Man sieht Old Town und so weiter, kommt nicht vor, ist aber auch völlig egal. Und Pike und ist ja wurscht. Kann man mal außen vor lassen. So, Szene Nummer 1. Rosengarten. Genau. Wir sehen einen langen Zug, wie nennt man das? Die haben es Loot Train genannt. Loot Train, ja. Aber das ist auch interessant, weil mich hat, ohne Scheiß. Also ein Beutezug dann. Ja. Mich hat aber auch das Ganze wirklich sehr erinnert an verschiedene Eisenbahnraubfilme. Ja. Zum Beispiel der große Eisenbahnraub. Ja. Einer der ersten Filme überhaupt. Oder an die eine Mission in Battlefield 1. Zum Beispiel, ja. Aber es ist halt wirklich, hier sehen wir direkt, worum es geht in der Folge, nämlich um das Tyrell Gold. Wir sehen jetzt auch das Wappen der Talis, nämlich den Bogenschützen. Und wir fangen damit an, dass Jamie Bronn. Wie fandst du die Tali-Soldaten? Ich fand, die sahen ziemlich cool aus. Ja, die sahen sehr cool aus. Ja. Auf jeden Fall, ich mag auch das Wappen total gerne mit diesen Bogenschützen. Das ist echt, das sieht mega cool aus.
Ja, was ich mich aber auch direkt gefragt habe, ist, wir sehen auch gleich wieder Randall, seinen Sohn Dickon und Jamie. Dickon. Dickon. Ja. Wann will sich Randall eigentlich mal sein Schwert zurückholen von Sam? Ja. Gute Frage. Ich meine, der ist mitten im Krieg, der könnte das vielleicht ganz gut gebrauchen. Das Familienschwert, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt. Ja, aber wahrscheinlich hat er gerade viel zu tun, aber trotzdem, das ist so ein Familiending. Ja. Da kann man doch mal schnell nach Alsace reisen und seinem Sohn eine auf die Schnauze hauen. Teleportieren. Teleportieren, ja, genau. Ja, wer weiß, ich glaube echt nicht, dass er gerade die Zeit dafür hat, um sich um ein Erbstück zu kümmern. Vor allem, wo bewahrt das Sam auf? Ich würde die ganze Zeit Samwise sagen. Samwise Gamgee. Ja. Ja, wo bewahrt er es auf? Gute Frage. Aber er wird ja, ich meine, er ist ja da nicht im Gefängnis. Er wird auch, dürften Maester eigenen Besitz haben? Das weiß ich gerade gar nicht. Oder müssen sie alles aufgeben, wenn sie, nee, der hat ja diese Bude da. Ich glaube nicht, dass das so streng ist, ja. Wir wissen es nicht. Ja. Das ist schlecht. Okay. Schön ist, dass Jamie den einen Sack Gold rausnimmt aus dem Wagen und ihn an Bronn gibt. Und ich finde hier eine Sache, ein Detail sehr schön. Dass auf dem Gold Rosen eingraviert sind? Nein, aber das ist gut zu wissen. Cool. Ja, also für die Tyrells. Nee, aber ich finde schön, dass in vielen Filmen und Serien wird immer so getan, als wäre so ein Sack Gold aus Pappe. Als wäre das überhaupt nicht schwer. So. Und sowohl Jamie als auch Bronn tun sich wirklich schwer. Dieses Ding hat Gewicht. Es ist, ich finde es inzwischen auch extrem witzig, wie lächerlich groß diese Beuteanteile von Bronn werden. So im ersten, in den ersten Staffeln noch so ein kleines Säckchen von Tyrion so zugeschmissen. Ja. Inzwischen halt einfach so einen fetten Sack Gold. Ja, arbeitet sich hoch, aber er will halt noch mehr. Ja, und wir sehen da noch, was er alles so kann. Also er will Rosengarten. Ja. Und Jamie sagt mir aber, nach dem Krieg, wenn wir ihn gewonnen haben, kannst du dir ruhig ein Schloss in den sieben Königreichen, Königslanden aussuchen. Ich meine, er hatte ja schon eins und er hatte eigentlich auch schon eine Frau. Ja. Aber Lollis. Gut, er hatte Lollis. Ja. Bronn soll den Talis helfen beim Eintreiben von Nahrung und weiterem Gold von den Bauern. Wir erfahren aber auch, dass das meiste Gold bereits in Sicherheit ist. Und das, ich meine, später kommt es ja zu Daenerys' Angriff, dass da vor allem Nahrung auf dem Spiel steht. Ich glaube, sehr, sehr viel Nahrung geht da später verloren. Denn es wirkt so, zumindest sagt Randall Tarly ganz offen, dass der Großteil des Goldes ist bereits in Sicherheit, als würde die Eiserne Bank von Braavos zum Teil bezahlt werden können. Ja, also ich hatte eher das Gefühl, dass da nicht so viel mehr ankommt. Ja, das ist halt die Frage, das weiß man gar nicht so genau. Ist halt auch die Frage, wie lang diese ganze Kolonne ist. Ja, es wäre cool, wenn da so ein Balken in der Folge gewesen wäre, wie viel Gold bei der Eisernen Bank. Ah, genau, und wenn die Lannister geschafft hätten, so 60% der Wagen durchzubekommen, dann hätten sie die Mission geschafft. Genau, und dann hätte Mission Accomplished gestanden auf dem Bildschirm. So stand jetzt da. Ah, Moment, das wäre aber ein Splitscreen, weil ja Daenerys ist ja auch, dann hätte die Mission failed. Ja, es ist so ein Splitscreen, ja. Wow, okay. Dann kommen wir nach Königsmund zu der guten Cersei und zu Tycho. Ja, Tycho und Tycho. Tycho. Cersei hat meiner Meinung nach immer noch, also es wird irgendwie wirklich von Staffel zu Staffel wurde es immer schwieriger, wurde es immer klarer, was für ein krasses Pokerface sie hat. Also sie hat diese unglaublich harte Miene, die sie halt selten verzieht, weißt du, was ich meine? Dieses ständig selbe Gesicht. Glaubst du, Pedro Pascal hat Angst vor ihr? Ich glaube schon, ja. Also, sind die nur kurz zur Info, das ist das. Ich glaube, die sind beste Freunde, ne? Pedro Pascal, der Oberyn Martell gespielt hat, ich glaube, die sind zusammen. Ja, übrigens, gestern kam raus, dass Chris Pratt und Anna Faris sich scheiden lassen. Was? Ja, unglaublich, ne? Schaltet bald wieder ein bei einer neuen Folge ProSieben Red. Ja. ProSieben Red Wedding. mach weiter. Ich bin also, der gute Tycho sagt ihr auch, dass es noch niemals vollkommen ist, dass jemand so eine große Schuldensumme auf einen Schlag gezahlt hat. Ja. Dass das was Besonderes ist. Ja. Aber dass die Eiserne Bank trotzdem irgendwie noch Interesse hat, in die zu investieren, weil das bringt ihnen ja Unmengen an Gold. Ja. Was wir auch in der Szene sehen, ist, dass Cersei auch gerade so in ihrer, es gibt so eine Szene in der vergangenen Staffel, da sagt Tyrion, dass Cersei nicht so schlau ist, wie sie tut, aber dass sie langsam dahin kommt. Ja. Dass, jetzt wo sie auch die ganze Zeit am Regieren ist, dass sie dazulernt und dass sie auch
ihren Vater so in ihrem Wesen beerbt. Ja. Und ich meine, Tywin hat es nicht geschafft, die Eiserne Bank zu bezahlen, aber seine Tochter schafft das. Ja. Beziehungsweise seine Tochter und sein Sohn. Ja. Ich finde, sie haben beide ja sowas Tywineskes. Das stimmt, definitiv, ja. Also man merkt, dass die beiden die Kinder ihres Vaters sind. Ja. Und vor allem ist noch zu sagen, dass auch Tywin bereits diese steinharte Miene hat und auch Jaime zum Teil. Also es ist wirklich ein Lannister-Ding. Es ist, ja, auf jeden Fall verrät Cersei auch, dass Qyburn bereits die Goldene Kompanie in Essos kontaktiert hat. Genau, und die Goldene Kompanie ist eine ganz illustre Gruppe. Die haben auch eine Ähnlichkeit, eine Parallele zu den Lannisters. Von der Goldenen Kompanie sagt man nämlich, dass sie noch nie einen Vertrag gebrochen haben und dass sie quasi immer ihre Schulden begleichen, ja, genauso wie die Lannisters. Ja. Also nur mal einfach ganz kurz, um das nochmal abzuhaken, Goldene Kompanie. Ist eine von Bitterstahl, von einem Targaryen-Bastard gegründete Söldnerkompanie. Ja. Die besteht aus 10.000 Mann. Die haben unter anderem auch Elefanten. Mhm. Und in den Büchern folgen sie einem ganz bestimmten Targaryen nach Westeros. Ja. Und wenn ihr das wissen wollt, dann schaut euch doch unser Video zum Unterschiede der Bücher und Serien. Das ist ganz interessant. Also da bekommt man auch viel mehr noch mit. Also gerade wenn man die Bücher liest von der Goldenen Kompanie, das ist echt eine ziemlich coole Truppe eigentlich. Ja. Genau, und Qyburn versucht die... In der Serie übrigens sagt Daenerys einmal, dass Jorah für die Goldene Kompanie gearbeitet hätte. Das ist aber auch eine Sache, die lediglich in der Serie so ist und nicht in den Büchern. Mhm. Gut. Ja, und Tücher sagt, dass die Goldene Kompanie ziemlich gute Schuldeneintreiber ist. Sind. Ja, ja, genau. Also das ist so quasi Inkasso Moskau von Westeros. Ja, das Inkasso-Unternehmen. Okay. Dann gehen wir über, ich merke schon, diese Folge... Ich habe noch eine kurze Sache. Ja. Wir sehen hier auch bei Tycho, dass der wirklich sehr interessiert ist. Ich meine, du musst dir noch mal vor Augen führen, wie der damals gewirkt hat, als Stannis und Davos mit ihm gesprochen haben. Mhm. Und dann ist... da war er eher abgeneigt und die mussten ihn überreden und hier ist es eher andersrum. Ja. Da zwängt sich Cersei ja quasi auf und du merkst auch richtig, dass sie ihn überhaupt nicht leiden kann. Ja, klar, natürlich. Und seine total, wie soll man sagen, gestelzte, hochgestochene Art. Ja, seine schleimerische Art, ja. Gut, und dann gehen wir jetzt wirklich in den Norden, nämlich, wow, was ist da in meinem Körper los? Was passiert nämlich nach Winterfell, dort sitzt Bran in seinem neuen wunderschönen Rollstuhl. Und Littlefinger gibt Bran einen Dolch. Was? Er gibt Littlefinger, also, er gibt seinen Dolch. Littlefinger, wir erfahren ja auch später, das heißt, wir erfahren, wir wissen es, aber Sansa ruft es uns nochmal ins Gedächtnis, dass Kleinfinger nichts tut, ohne eine gewisse Intention, ohne sich selber was davon zu versprechen. Jetzt ist die Frage, was verspricht er sich davon, Bran diesen Dolch zu geben? Ja, also nochmal zur Info, was das überhaupt für ein Dolch ist. Okay. Das ist ja der Dolch aus Valyrischem Stahl, mit dem Bran getötet werden soll in der ersten Staffel. Mhm. Und die Schuld wurde ja auf Tyrion geschoben, da Littlefinger gesagt hat, dass... Tyrion hat den geklaut. Genau, dass das Tyrion muss man dazu Tyrions sagen, dass Bran da attackiert wurde und von Catelyn Stark und von Sommer, dem Schattenwolf, gerettet wurde. Catelyn Stark hat sich ja dabei sogar die Hände verletzt. Genau. Und ich meine, Kleinfinger sagt auch, dass er den Dolch mit seinem eigenen Herzen gestoppt hätte. Ja. Das will ich mal sehen. Für Catelyn sagt er das doch. Ach so. Er würde das für Catelyn tun, in der Roten Hochzeit. Aber das will ich auch sehen. Das würde er aber wahrscheinlich tun. Er hat doch Catelyn über alles geliebt. Ja. Wobei, aber es ist Kleinfinger. Er wusste ja von der Roten Hochzeit, hätte auch hingehen können und den Dolch abfangen können. Ja gut, das ist auch absolut wahr. Na gut, ja gut, die Überlegung ist ja, Littlefinger nennt ihn ja auch später, also Bran, Lord Stark. Und er nennt ihn auch Brandon. Also und auch Brandon, genau. Vielleicht ist es ja, weil, vielleicht setzt ja Littlefinger ein bisschen darauf, dass er glaubt, okay, das ist der legitime Sohn von Eddard Stark, nämlich der letzte Verbliebene, weil Rickon und Robb ja tot sind. Vielleicht glaubt er, dass Bran mal über Winterfell herrschen wird oder vielleicht sogar den Herrschaftsanspruch von Jon Frage stellen wird. Er will ja direkt sein Fähnchen wieder in den Wind stellen. Und ich meine, bei Sansa kommt er ja nicht wirklich durch, bei Jon erst recht gar nicht. Und dann versucht es halt beim nächsten Stark. Genau. Aber wie wir jetzt seit ein paar Folgen wissen, ist das
neue Motto des Hauses Stark: Wir mobben Kleinfinger. Wir mobben Kleinfinger. Oder auch: Wir sind alle creepy. Oder, wir sind alle creepy. Oder in dieser Szene ist es Creep gegen Creep. Soll ich eigentlich mal die ganze Zeit während der Folgen sprechen und die ganze Zeit nur so reden, wie Kleinfinger mit Leuten redet? Ja. So mit dem Mund? Wie mit dem Mund? Der redet immer nur, also vor allem in der ersten Staffel, der redet immer nur mit dem Mund. Also auch mit Sansa. Der guckt die ganze Zeit auf ihren Mund. Das ist total verwirrend. Ach so, ja, ja. Ich weiß, ja, okay, ja. Bran fragt auch, ob Littlefinger weiß, wer diesen Dolch einmal besessen hat. Und er sagt, nee. Und in der ersten Staffel sagt er, ja klar, der hat Tyrion mal gehört. Ja, und es ist auch. Aber ich glaube, Bran meint all das gar nicht, sondern wer einst vor vielen Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden diesen Dolch besessen hat. Glaubst du? Ja, ziemlich sicher. Soll er das nicht eigentlich wissen? Ich glaube, er klang eher wie ein. Natürlich, das ist, es geht ja genau darum. Also Bran wird es wissen, aber es ist unbekannt. Also noch wissen, weiß auch der Leser nicht oder Zuschauer, woher dieser Dolch eigentlich kommt. Weil der war ja auch in den Büchern, die Sam hatte, in Alsace. Mhm, also es scheint ein historischer, sehr bedeutungsvoller Dolch zu sein. Und Bran klang eher so wie ein Historiker oder wie ein Sammler vielleicht, der sich, der sich mit der Herkunft des Dolches beschäftigt. Ich habe noch ganz vergessen, dass er auch im Buch abgebildet war. Ja. Was glaubst du? Ich habe es tatsächlich ein bisschen recherchiert, man weiß es nicht. Theorie, keine Ahnung. Also ich meine, das besteht auch aus Drachenknochen, ne? Ja. Also muss das irgendwie was mit Valyria zu tun haben. Ja, also ich glaube, dass dieser Dolch halt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Vor allem, weil wir ja später rausfinden, dass Arya den bekommt. Mhm. Ja, warten wir mal ab. Gut. Ja, dann kommt es zu einem ganz tollen Moment, weil Littlefinger bzw. Kleinfinger Bran ein Wort sagt, das gleich nämlich Pampelmuse. Genau, Pampelmuse, und Bran liebt Bran Pampelmusen. Pampelmusen sind eine Leiter, sagt er. Genau. Nee, es geht um Chaos oder Chaos. Chaos ist eine Leiter, Chaos ist a ladder. Genau. Das sagt Bran zu Kleinfinger, und wenn man sich noch so ein bisschen die zweite oder dritte Staffel in Erinnerung ruft, dann kann man sich ganz genau erinnern, dass es da einen hervorragenden Dialog zwischen Varys in einem verlassenen Thronsaal und Kleinfinger gibt, wo man zuerst Kleinfinger sieht, wie er den Thron angafft, und Varys kommt dazu, und dann entwickelt sich halt ein super interessanter Dialog, bei dem dann Kleinfinger sagt, Chaos ist eine Leiter, beziehungsweise Chaos is a ladder. Chaos isn't a pit, Chaos is a ladder. Also Chaos ist keine Grube oder ein Loch, Chaos ist eine Leiter, an der man quasi zur Macht hinaufsteigt. Und die folgende Einstellung, in der man in der Großaufnahme Aiden Gillen ins Gesicht sieht, das langsam vor Schock aber auch noch so trotzdem sich noch beherrschen anstimmt. Kann. Ja, ja, aber also, so gerade dieses kleine Mimikspiel, das fand ich auch. Es war wirklich großartig gespielt. Wir sehen aber, dass Littlefinger auf sehr schwerem Posten ist, denn Sansa kann ihn ja nicht mehr besonders leiden. Bran ist ein kleiner Creep geworden. Bran ist nicht mehr Bran. Bran ist nicht mehr Bran und verdammt mächtig. Und Arya ist halt auch Arya. Und Arya weiß ja auch, er weiß es ja nicht, aber sie weiß es, dass er mit Lord Tywin gesprochen hat. Ja. In Harrenhal. Also warten wir mal ab, was so, und Jon ist sowieso. Der hat ihn gegen die Wand geklatscht. Ja, Jon hält sowieso nichts von Littlefinger. Also wir sind mal gespannt, wohin sich das Ganze entwickelt. Aber die beiden werden erstmal unterbrochen, nämlich von Mira Reed. Und da ist mir direkt aufgefallen, so, alle haben neue Klamotten bekommen, Bran sogar einen neuen Rollstuhl, und alles ist gut, und Mira hat immer noch dieselben Klamotten an. Aber sie sieht wenigstens wieder fitter aus. Ein bisschen, ja. Bran hat auch diesen Rollstuhl, der erinnert halt sehr stark an den von Prinz Doran aus Dorne. Stimmt. Ja. Vielleicht hat sich da Maester Volkan ein bisschen beraten lassen. Vielleicht, wer weiß. Oder ist es halt irgendwie sowas, was in der Zitadelle gelehrt wird, in Alsace. Mhm. Kann ja sehr gut sein. Kann sein, ja. Ja. Mira ist entsetzt über Brans Verhalten, weil er kaum dankbar ist, aber also sie sagt ja auch, dass Hodor, Sommer und Jojen, ich weiß es nicht, für Bran gestorben sind, und das juckt ihn quasi nicht, also er reagiert kaum darauf, also. Und er war ja auch mal in den Büchern, glaube ich, ein bisschen mehr raus. Er hatte so ein bisschen, war so ein bisschen verliebt in Mira, wenn ich mich nicht irre. Oder täuscht mich meine Erinnerung. Auf jeden Fall, es geht ja auch sehr klar darum, dass Bran nicht einfach nur sich weiterentwickelt hat oder gewachsen ist, sondern dass er wirklich nicht nur irgendwie ein anderer Mensch ist, sondern dass er quasi gar kein Mensch mehr ist. Das ist vollkommen
persönlichkeitslos, er hat kaum noch Emotionen oder sowas. Es ist wirklich, all dieses Wissen und diese Fähigkeiten haben ihn quasi zu einem neuen Wesen gemacht. Ja, so, erinnert so ein bisschen vielleicht an Dr. Manhattan aus Watchmen. Ja, stimmt. Weil er durch seine komplette übermenschliche Kraft eigentlich das alles überhaupt nicht mehr versteht. Oder Mr. Bean. Oder Mr. Bean. Mhm. Nee, das stimmt. Das wäre doch mal ein cooler Crossover-Film. Dr. Manhattan versus Mr. Bean. Okay, gut. Alle möchte gern Filmemacher, die noch keine Idee hatten für einen Film, bitte macht das. Ich will das tatsächlich sehen. Dr. Manhattan versus Mr. Bean. Ja. Und wir erfahren auch, dass Mira zurück will zu ihrer Familie, wenn das Ganze passiert. Dawn of Justice. Dr. Manhattan versus Mr. Bean, Gott. Dawn of Justice. Okay, sorry, ja. Es tut mir leid. Ja, Mira will zurück nach Grauwasserwacht zu ihrer Familie. Ja. Wenn das Ganze passiert, also man kann ja schon ein bisschen raushören, dass sie auch nicht wirklich glaubt, dass das gut enden wird. Ja. Sonst wird sie in Winterfell bleiben und kämpfen. Ja, wenn es passiert, will ich bei meiner Familie sein, ja. Genau. Und da haben bei mir auch wieder ein bisschen die Alarmglocken ausgeschlagen. Ja. Nämlich, wenn sie zu Hause geht, wer ist da? Da ist Howland Reed. Ja. Und er ist der einzige noch Lebende, der von Johns Abstammung weiß. Turm der Freude, genau. Ja, das ist wahr. Gut. Und ich meine, er kann ja, es heißt ja immer, okay, das ist eigentlich logisch. Eigentlich. Okay. Egal. Ja, mach ich weiter. Wir kommen nämlich an eine, ich meine, in dieser Folge gab es ja sehr viele Rückblicke auf Dinge, die quasi in den ersten Staffeln passiert sind. Wir haben ja mal letztes Jahr in der Folgenbesprechung zur sechsten Staffel gesagt, dass oder ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt mit zwischen Staffel 6 und 7 quasi so ein dritter Akt angebrochen ist. So alle haben ihre, alle sind die Lager abgesteckt und alles ist wieder so in Staffel 1. So zum Beispiel, dass die Starks wieder in Winterfell sind, dass Winterfell auch wieder den Starks gehört und so weiter und so fort. Und hier werden halt immer wieder Dinge aus den ersten Akt, wirklich aus den ersten zwei Staffeln aufgegriffen und zum Beispiel jetzt auch in dieser Szene, denn Arya kommt nach Winterfell ans Tor. Erstmal sieht sie schon sehr aus wie Eddard, die Frisur ist exakt gleich. Ja. Und genau diese Szene, dass sie sagt, dass sie Arya Stark ist, aber nicht von den Wachen nicht für Arya Stark gehalten wird, genau diese Szene gab es auch in Staffel 1. Ja. Nämlich in Königsmund, da haben das... da waren dann zwei Goldröcke im Stadttor. Genau. Und sie war halt, sie hat ja das Gespräch zwischen Varys und Illyrio Vopatis im Keller belauscht und ist dann auch durch die Kanalisation durchgeflohen, war dann halt komplett verdreckt. Genau. Und da kann man sehr gut denken, dass so ein verdrecktes Gehör nicht da reingehört. Ja, aber das ist jetzt halt ja auch so. Arya Stark geht seit langer Zeit für tot. Und jetzt kommt da plötzlich ein Mädchen ans Tor und sagt, ich bin Arya Stark, lass mich rein. Hast du eigentlich davor nicht noch Gänsehaut bekommen, als man sie vor Winterfell gesehen hat? Ja, doch, klar. Doch, in dieser wunderschönen Einstellung. Allgemein waren hier auch wieder in dieser Folge grandiose Bilder dabei. Ja, und wir erfahren dann auch, dass eigentlich niemand sie mehr erkennt. Deshalb kommt sie auch nicht rein. Ja. Und David Benioff hat gesagt, dass die Inspiration dafür die Odysseen von Odysseus waren. Nämlich als der zurückgekommen ist von seiner Reise, hat ihn zu Hause auch niemand mehr erkannt. Oh, cool. Ja. Jetzt sind erstmal alle überlebenden Starks schon mal nach Winterfell zurückgekommen. Also sowohl Bran, Sansa, Arya als auch Jon. Und übrigens, Fun Fact, ich weiß nicht, ich habe wieder mal die Folge einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch gesehen. Auf Deutsch ist es mir nicht so ganz aufgefallen. Weißt du, worüber die Wachen auf Englisch reden? Ich habe es mir nämlich auch nochmal auf Deutsch angeguckt. Moment. Ja. Das Einzige in der Küche, in der du deinen Schwanz reingesteckt hast, ist die Leber. Ja. Weil der andere gesagt hat, er hat mit einer Rothaarigen geschlafen. Er hat das Küchenmädchen gefögelt und dann sagt die Wache 2, ja, du hast die Leber. Du hast so halt diese Standard-Wachengespräche. Genau. Arya fragt nach Maester Luwin und nach Roderick. Maester Luwin war halt der Maester des Hauses Stark und Roderick Castle war der Waffenmeister. Und beide sind ja im Rahmen der Theon-Eroberung von Winterfell durch die Greyjoys gestorben. Also Roderick wurde ja geköpft, genau. Und Luwin wurde erstochen. Genau. Oder halt also, mit einem Speer. Erst mit einem Speer und dann hat Osha ihm ja den Gnadenstoß gegeben. Ja. Und eine Sache ist noch, wenn man das gerade diese Szene mit Staffel 1 vergleicht, in Staffel 1 war Arya noch sehr aufmüpfig, dieses kleine Mädchen, das unbedingt dieser mächtige Kämpfer sein möchte. Und
geht die Wachen richtig an und ist aggressiv zu denen. Also die sagt so Dinge wie, so aufbrausen, ja. Mein Vater wird euch die Ohren lang ziehen, wenn er erfährt, dass ihr Arya Stark nicht durchs Tor gelassen habt und so weiter. Wird richtig aufbrausen. Bitte? Die Ohren lang ziehen? Ja. Ich hätte das gern gesehen. Ja. Also nur Gold drücken gehen und die Ohren lang ziehen. Ja, sie sagt irgendwie, macht euch den Kopf kürzer oder irgendwie sowas. Und hier ist es ja ganz anders. Das ist ja, sie hat so ein bisschen Eddards Art geerbt. Nämlich dieses ruhige, stoische. Was wahrscheinlich bei so Wachen auch viel mehr Eindruck macht, als dieses Aufbrausen. Das wollte ich halt auch sagen. Sie ist mittlerweile dieser mächtige Kämpfer, das wir ja auch spätestens dann auch beim Kampf mit Brienne sehen. Sie wirkt auch bedrohlicher dadurch. Ja. Ja, also sie hat tatsächlich sie ist ihren Weg gegangen. Ich habe mir da auch überlegt, so dass gerade so Wachen in der Welt von Westeros einfach so die Arschkarte gezogen haben. Ja. Weil jeder springt mit denen um, wie er es haben will, der eine höhere Position hat. Genau. Und die sind eigentlich immer so in diesem Zwiespalt. Ja. Sollen die das jetzt machen? Ist das erlaubt oder nicht? Ja. Und dann in dieser nächsten Einstellung im Hof von Winterfell streiten die sich ja auch sogar, wer jetzt mit Sansa spricht und wer ihr sagt, dass ein Mädchen behauptet, Arya zu sein. Aber wir sehen einen wunderbaren, sehr nostalgischen Schwenk. Einmal durch Winterfell und Arya atmet auch tief die Luft von Winterfell ein und der Stark-Theme läuft im Hintergrund. Wir sehen auch diese erhöhte Balustrade oder was weiß ich, wie das denn. Und das war ja eigentlich so immer Balkon. Ich weiß es nicht. War ein Witz. Und da standen ja auch meistens Eddard und Caitlin und haben den Kindern zugeschaut. Genau. Und das ist ja auch das, was Sansa mittlerweile macht mit Littlefinger. Dieses, klar, es ist jetzt natürlich was ganz anderes, aber trotzdem ist es auch Sansa, die halt von oben herab guckt und alles kontrolliert und bewacht. Das haben einst ihre Eltern gemacht. Ja, also sie hat so, gerade weil sie auch die Lady von Winterfell ist, hat so ihre Mutter beerbt. Ja, und als sie wachen, dann streiten sie ja, wer mit Sansa spricht, und dann sprechen sie beide, weil Arya halt abhaut. Ja, und sie haben es verkackt. Genau, sie haben es verkackt. Und Sansa glaubt denen halt erstmal nicht, oder beziehungsweise ist nicht beeindruckt, aber als sie wachen, Luwin und Roderick sagen, dann klingelt's, genau. Und Sansa weiß auch, wo Arya ist, nämlich in der Krypta. Von Winterfell, genau. Und wir sehen die Statue von Eddard. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, so sad. So sad. Ja, es ist halt irgendwie sehr traurig, immer wieder diese Statue zu sehen. Ich finde es auch schön, hier schließt sich auch wieder so ein Kreis. Die beiden waren damals bei der Enthauptung von ihrem Vater anwesend, also Sansa auf der Tribüne und Arya bei der Statue von Baelor. Ja. Und sie treffen sich wieder bei ihrem Vater. Ja, stimmt. Also sie waren jetzt über 6 Staffeln lang voneinander getrennt und kommen jetzt wieder zueinander. Genau, und als Kinder oder früher konnten sie sich halt nicht besonders leiden. Jetzt ist es halt wirklich dieses große Wiedersehen und beide freuen sich. Also auch, ich finde es auch gut, dass die Musik weggelassen haben. Ja. Also bei den anderen Begegnungen kam ja immer die Musik oder das Theme der Starks. Ja. Aber hier hat man das einfach weggelassen. Und ich glaube auch, dass sich die beiden Schauspielerinnen, also Maisie Williams und Sophie Turner, ziemlich freuen, zusammenspielen zu können, weil die ja auch in Real Life sehr gute Freunde sind. Ja, wir folgen Maisie Williams' Instagram-Account, deswegen wissen wir das. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich mir überlegt habe, wie witzig wäre das, wenn jetzt hier einfach Dubstep eingespielt worden wäre. Oder das Game of Thrones Intro in Dubstep-Version. Oder Happy African Music. Ja. Das ist ein Insider. Das brauchst du hier nicht auspacken. Okay. Und Sansa sagt auch und benutzt sehr interessante Worte: Wenn Jon dich sieht, hört auf, sein Herz zu schlagen. Das ist eine sehr interessante Wortwahl, wenn man bedenkt, was mit seinem Herzen passiert ist. Und wir sehen auch, dass Sansa, wahrscheinlich gefühlt zum ersten Mal seit 1 Milliarde Jahre aufrichtig lächelt. Ja, das stimmt. Also, ja. Sobald ihr Bruder, Halbbruder, ja, beziehungsweise ist es dann in echt, egal, das, für sie ist ein Bruder, zum ersten Mal wieder von ihm hört und sich freut, dass er am Leben ist. Es war ja auch John, der in Staffel 1 ihr Nadel gegeben hat, Needle, dieses kleine kurze Schwert. Und in dieser Folge kriegt sie noch eine Klinge von einem Bruder. Es wird so zur Tradition. Okay, das ist meine Fantheorie. Vielleicht steht Robb Stark nochmal auf, gibt ihr ein Schwert und stirbt wieder. Und Rickon gibt ihr einen Zahnstocher. Genau. Gut. Arya und Sansa sprechen halt darüber, dass beide gerne Joffrey getötet hätten. Und Arya erzählt von ihrer Liste, was Sansa erstmal für einen Witz hält. Ja. Ist auch immer witzig, dass in der Welt, also dass es immer wieder Leute gibt, die ihr direkt glauben, dass sie diese Liste abarbeitet, und es gibt Leute, die ihr nicht glauben. Ja.
Sansa gehört zu denen, die kann sich das halt nicht vorstellen. Ich meine, die beiden haben sich als Kinder nicht besonders leiden können. Das kennt sie halt noch aus ihrer Kindheit. Ja. Sind ja immer noch quasi Kinder, aber es ist sehr schwer zu glauben für Sansa. Und Arya weiß das mit Joffrey wahrscheinlich auch nur durch das Theaterstück. Ich meine, sie wusste ja auch nichts von Roderick und von Maester Luwin. Ja. Dass gerade solche Nachrichten nur überhaupt nicht irgendwie. Das muss beim Schreiben schwierig sein, immer wieder durchzublicken, so wer weiß eigentlich was. Ja. Aber egal. Auf jeden Fall, auf dieser Liste, von der sie spricht, stehen ja eigentlich in der Serie nur noch 2 Namen und in den Büchern 4. Ich habe. Was denn? Ach so, eigentlich stehen auf der Liste in der Serie auch 4 Namen. Echt? Theoretisch. Also es ist auf jeden Fall Cersei und auf jeden Fall der Berg, Gregor Clegane. Ja. Oder halt auch nicht, weil eigentlich ist er ja schon tot. Quasi, ja. Kein Filmfabrik-Dreh ohne Martinshorn. Ja. Für das Bingo, falls das jemand noch hatte. In den Büchern auf jeden Fall halt noch Ilyn Payne drauf. Aber ich glaube, der kommt auch in der Serie. Ich bin mir aber auch nicht 100% sicher gerade. Auf ihrer Liste? Ja. Müssten wir nochmal nachgucken, aber auf jeden Fall ist es so, dass Ilyn Payne irgendwie in dieser Serie keine große Rolle spielt. In den Büchern ist seine Bedeutung deutlich größer. Was? Ilyn Payne spielt in der Serie eine sehr, sehr, sehr geringe Bedeutung, eine kleine Rolle. Mhm. Also eigentlich jetzt gar keine mehr. In den Büchern ist das ja schon eine Figur, die öfter vorkommt als in der Serie. Das stimmt, ja. Ja. Also und gerade das, der trainiert ja später mit Jamie seine linke Hand. Genau. Weil er halt der Einzige ist, der nicht weitererzählen kann, dass Jamie gar nicht so gut kämpfen kann mit seiner Spannung. Und Dunsan steht noch auf ihrer Liste. Der hat für Gregor Clegane gearbeitet und Gendry. Gearbeitet. Ich sehe mal ganz so einen Arbeitsvertrag mit so einer mit einer Versicherung, Krankenversicherung. Er war Gregor untergeben, Gregor Clegane, und hat Gendry den Stierhelm abgenommen, als er nicht einen seiner 24 Urlaubstage genutzt hat. Okay. Und ja. Also in der Serie ist theoretisch noch The Red Woman drauf, also Melisandre. Ach so. Der wird auch einmal. Okay. Der taucht, glaube ich, nicht immer auf, wenn sie die Liste abarbeitet, aber er taucht auf jeden Fall einmal auf. Also ein paar Namen dürften noch auf dieser Liste sein. Und zu Melisandre nochmal kurz: die treffen sich ja auch bei der Bruderschaft ohne Banner in der 3. Staffel. Mhm. Und da sagt Melisandre auch, dass sie sich wiedersehen werden. Ja. Okay. Also vielleicht haucht sie ihr dann das Leben aus. Ja. Gehen wir weiter in den Götterhain? Dann gehen wir weiter in den Götterhain. Und ist dir direkt was aufgefallen? Ich habe geschrieben, Bran, der kleine Creep, chillt im Götterhain. Ach so, nee, ich hab geschrieben, wir hören, also quasi schon also ein Audio-Cue, wir hören einen Raben krähen, bevor wir überhaupt die nächste Szene sehen. Genau, das ist mit Littlefinger, ne? Als man Littlefinger sieht, hört man diesen... Quatsch, wir sind in der Krypta. Aber... als man später oder vorher, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, Littlefinger sieht, kommt das auch bereits. Ah, okay, das ist so sein Markenzeichen von Bran. Genau. Bran, der kleine Creep, chillt im Götterhain und schaut durch die Bäume fern. Wieder fühlt Bran gar nichts, als er Arya umarmt. Also man sieht wieder, dass er eine sehr versteinerte Miene hat. Ist halt wirklich nicht mehr dieser Brandon Stark, der er mal war. Und Bran erzählt dann, ohne dass sie überhaupt was sagt, von der Liste. Und Sansa weiß spätestens jetzt, genau jetzt, dass sie, dass Arya keine Witze gemacht hat. Ja. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn Bran wieder angefangen hätte, boah, Sansa, ich fand die so schön, als du damals geheiratet hast, in diesem weißen Kleid. Ja. Was denkt... Und was aber auch toll ist, was man sich auch mal vor Augen führen muss, jetzt haben wir genau in der Szene wieder die alle verbliebenen Starks übrig. Also, genau, bis auf Jon, wenn man ihn als Finn Stark zählen will. Was denkt Sansa, habe ich mir gedacht. So, Jon ist der Typ, der von den Toten wieder auferstanden ist und jetzt den Wildlingen hilft. Bran ist... und ein Targaryen. Und ein Targaryen. Aber das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Bran ist ein unglaublicher Creep geworden und sieht Dinge und Arya hat eine Liste, kämpft krass und tötet einen nach dem anderen. Also, ja, die Stark-Kinder sind echt ziemlich verrückt geworden. Bran holt den Dolch raus, diesen valyrischen Dolch, und sie sprechen über das Attentat, das auf Bran geplant war. Und Arya, die horcht ja gleich auf, als der Name Kleinfinger fällt. Genau. Und es ist ja auch nicht bekannt bis heute, wer es war. Also es gibt halt verschiedene Theorien. Es gibt auch die starke Vermutung, dass es Joffrey war. Ich glaube, das ist nicht nur eine Vermutung. Es ist mittlerweile etabliert. Also es ist halt die aller klarste Vermutung, dass Joffrey versucht hat, Bran töten zu lassen. Aber Bran schenkt auf jeden Fall Arya den valyrischen Dolch. Und ich glaube, das war ziemlich gut, weil
die kann das. Ja. Wir werden noch sehen werden. Das sieht kann damit umgehen. Später. Genau. Es ist auch wirklich ein sehr seltsames Bild in der nächsten Einstellung, wie die Stark-Kinder zusammen durch Winterfell laufen. Oh, da ist mir noch was im Hintergrund aufgefallen. Was denn? Da ist so ein alter Opa, ja? Der guckt dann zu denen hin und lächelt. Wenn mir gedacht habe, ja. Oh, vielleicht kennt er die noch von früher. Das war ja. Ganz schön so. Ja. Und für ihn ist das dann so ganz toll, so wieder Starks in Winterfell zu sehen. Und dass es jetzt doch noch so viele sind, obwohl eigentlich fast alle für tot gehalten wurden, außer Sansa. Wirklich schön. Und Brienne hat auch ihren Schwur eingehalten. Denn Arya und Sansa leben. Und das hatte sie ja auch. Sie hatte ja Catelyn geschworen, auf die beiden Töchter aufzupassen. Ja, und hat sie jetzt auch ihren Eid gewahrt, genau. Genau. Und ich habe geschrieben, Podrick ist einfach zum Knuddeln. Podrick ist zum Knuddeln, ja, ist er. Er ist so ein herzensguter Mensch. So ein herzensguter Mensch mit einem extrem fähigen Glied. Ja. Ja. Das ist das Glied von Eis und Feuer. Er ist Azor Ahai. Du meinst Azor Ahai. Ja, dann sehen wir am Schluss der Szene noch Kleinfinger, der dann auf die Starks runterblickt und der genau, nicht sehr amused genau schaut. Da kommt nämlich auch nochmal dieses Rabengeräusch. Ah, okay. Ja. Wofür steht dieses Rabengeräusch? Für den dreieugigen Rahmen. Ich würde immer Krähe sagen. Ja. Aber das verwirrt mich teilweise so bei den Serienbegriffen. Ja, aber es ist auch beides korrekt. Ja. Naja, wenn du halt auf uns das zu schreiben, dass es dreieugiger Rabe heißt. Dreieugige Krähe ist halt auch korrekt, wenn man an die hingeht. Und bitte hört auf zu schreiben, sprecht es Deutsch aus oder bla. Sonst machen wir irgendwann was alle abfuckt, dann sagt Alper immer das Englisch und ich sag's dann auf Deutsch. Oder wir lernen die französischen Namen, um alle abzufucken. Oder wir sagen einfach auf jeder Sprache einmal den Namen. Okay. gut, wir sind in Drachenstein und Missandei und Daenerys sprechen über die Unbefleckten und... Ja. Ich hab geschrieben Girl Talk über Graue Wurm. Ja, und mal gucken, ob wir jetzt dadurch kommen, ohne einen Witz zu machen. Auf jeden Fall führen sie ein Gespräch über Sex und dann führt John Daenerys in die Höhle und wer weiß, vielleicht führt Daenerys auch noch John in ihre Höhle. Nein, oh Gott. Nee, John führt Daenerys in die Höhle. Also erstmal, was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass sie einerseits die Wachen nicht mitnimmt, also die Dothraki, weil sie halt so ein bisschen so eine romantische Stimmung haben. Sind es ihre Blutreiter? Kann man das so sagen? Ja, alle Dothraki sind ihre Blutreiter, ja, gut, hat sie doch erklärt. Ja, stimmt. Ja. Und Missandei grinst ihr nur so zu. Also von ihr aus ist das abgesegnet. John ist abgenickt. Ja, John führt Daenerys halt auf jeden Fall in die Höhle. Und was mir aufgefallen ist, ist, wie unglaublich geil Drachenstein aussieht. Wie episch. Ach so, du meinst die Höhle. Die Höhle, diese Steinformation, der Strand, das Meer. Nicht nur das, ich fand auch dann die Musik, die in der Höhle gespielt hat, ist auch was Neues. Ja. Das hat sich auch extrem geil angehört, fand ich. Super, ich will super unbedingt geil, jetzt, dass die diesen den Soundtrack releasen. Ja. Das machen wahrscheinlich erst am Schluss, weil die Tracks wahrscheinlich Spoiler sind für die Handlung teilweise. Ja. Ja, in der Und ich hab noch, sorry, bitte, noch eine Sache. Ja. Ich habe geschrieben, dass John, er führt jetzt wieder eine Frau in eine Höhle. Also diesmal ist es anderem. Er hat Erfahrung mit Cave Sex. Ja. Wir wissen, was John und Ygritte gemacht haben in der Höhle. Ja, auf jeden Fall zeigt John Danny erstmal das Drachenglas und dann zeigt er die Malereien von den Kindern des Waldes, die eben nicht gegen die, also er zeigt erstmal das hier auf Drachenstein, weiße Kinder des Waldes und erste weiße Menschen. Kinder des Waldes. Kinder des Waldes und erste Menschen gelebt haben und nicht gegeneinander gekämpft haben, sondern miteinander. Die haben ja einen Frieden geschlossen, um die von den Kindern des Waldes erzeugten weißen Wanderer zu schlagen. Genau. Und das soll Danny daran erinnern, dass es darum geht, Differenzen beiseite zu legen und zusammenzukämpfen und dass die weißen Wanderer real sind. Wann wurden diese, sie sagen ja, diese Malereien wurden vor sehr, sehr langer Zeit gemacht. Wir wissen, dass die Lange Nacht vor etwa 8000 Jahren war. Genau. So 8000 Jahre ist das halt, was sie da sehen. Daenerys sagt ja dann auch, dass das wahrscheinlich gemalt wurde, bevor es Starks, Targaryens und Lannisters gab. Ja. Aber ja, eigentlich gab es die Starks damals schon. Starks gab es schon, ja. Genau, die haben sich ja, waren ja aber halt nur ein Stamm von vielen. Ja. Und wir sehen halt auch ganz viele Kreissymbole, also auch unterschiedliche. Wir sehen auch dieses Kreiselsymbol, das schon mal in der
dritten Staffel also diese Leichen, aufgetaucht die ist. Da halt so genau, die Leichenteile. Und auch aus der ersten Staffel dieses Täter- oder Vieh-Symbol. Ja. Das wir ganz im Prolog von der allerersten Folge sehen. Das taucht auch nochmal auf. Und dann nochmal viele verschiedene Abwandlungen. Ja. Ich glaube, David Benioff hat dazu auch gesagt, dass es in der menschlichen Geschichte, dass Kreise in ganz vielen Kulturen halt so eine mystische Bedeutung haben. Und dass sie sich dann gedacht haben, ja, dann können wir das auch bei Game of Thrones mit reinnehmen. Sehr cool. Was auch noch interessant ist, ist in einer dieser Einstellungen, dass John Danny wirklich anfasst und führt. Ja. Das ist, Danny will aber trotzdem halt, dass die beiden zusammenkämpfen, aber nur unter der Bedingung, dass John sich ihr unterwirft. Denn sie will weiterhin, ganz im Sinne von Aegon dem Ersten, sie will alle Königslande unter sich. Sie will Dorne, sie will, also von Dorne bis zum Norden will sie einfach alles haben. John sagt aber, my people won't accept a southern ruler, also meine Menschen werden keinen südlichen Herrscher akzeptieren. Und wer hat das zu ihm gesagt? Mance Rayder hat ihm exakt dasselbe gesagt. Und Danny sagt dann das, was John auch damals geantwortet hat, nämlich, ist das Überleben dieser Menschen nicht mehr wert als dein eigener Stolz. Ja. Diesen Dialog gab es halt auch bereits zwischen John und dem König. Beyond the Wall. Ich habe zuerst auch gedacht, dass sie ihm jetzt einen Heiratsantrag macht. Ach so. Die sagt, ja, sie werden nicht auf ihre Königin, aber auf ihren König. Ja. Und dass das so ein Heiratsantrag von ihr ist, dass ihr König wird. Ja, wer weiß. Also ich fand auch schon, dass sie sich ziemlich nahe gekommen sind. Also es bahnt sich auf jeden Fall eine Romanze an. Jetzt ist die Frage, ob die Macher wirklich damit durchgehen werden, ob das wirklich so passieren wird, aber... Also irgendwie will man ja, dass die zusammenkommen, aber dann jeder halt. Irgendwie halt auch dann nicht. Ja. Gut, aber die beiden verlassen die Höhle und draußen warten Tyrion und Varys. Und Varys steht da wie... sind beide sehr bedröppelt aus. Auf jeden Fall. Haben schlechte Neuigkeiten. Also sie haben Casterly Rock eingenommen, Casterly Stein. Aber es ist gar keine gute Nachricht. Dannys Armeen hungern und dementsprechend wütend ist Daenerys auch. Denn sie hat auf Tyrion und seine Pläne gehört, seine Strategien und büßt jetzt dafür. Denn diese Tipps waren nicht gut. Tyrion möchte weiterhin King's Landing belagern, aber Tyrions Pläne haben Danny bereits Dorne gekostet, die Eiseninseln und die Weite. Also bisher keine guten Ratschläge, die er so gibt. Und jetzt hört sie ja auf Olenna im Prinzip, weil die ja gesagt hat, dass sie nicht auf die Räte von cleveren Männern hören soll, sondern ein Drache sein soll. Genau. Und Danny wirft aber interessanterweise Tyrion in ihrem Wutanfall sogar vor, immer noch ein Lannister zu sein und zu seiner Familie zu halten. Kann man aber auch irgendwie noch verstehen. Ja, klar. Dann hören wir einen Schrei von einem oder mehreren Drachen. Ne, mehrere. Danny fragt dann tatsächlich John um Rat. Das ist halt auch eine sehr interessante Sache. Super besonders. Ich meine, er ist eigentlich im Prinzip ist er ja, weil er gesagt hat, dass er in offener Rebellion mit ihr steht. Genau. Aber sie fragt ihn trotzdem um Rat. Sie fragt ihn nach Rat. Genau. Und John sagt ihr, dass Danny eigentlich genau wie alle anderen ist, wenn sie auf Drachen Unschuldige tötet. Aber das tut sie ja tatsächlich. Das wird sie ja tun. Also die Fußsoldaten. Gut, man kann jetzt... John sagt, wenn du jetzt auf deinen Drachen steigst und in die Schlacht ziehst, dann bist du eigentlich genauso wie alle anderen Targaryens vor dir, die halt das auch sofort gemacht. Nicht wie alle Targaryens, aber wie die ersten Targaryens. Aber es ist auch schön, dass er ja so einen Rat gibt, obwohl er eigentlich weiß, dass die Hauptbedrohung die Weißen Wanderer sind. Ja. Und es ja eigentlich in seinem Interesse sein sollte, dass das alles schnell beigelegt wird. Und wenn jetzt Daenerys einfach dahin auf ihrem Drachen reiten würde und einfach mal den Roten Berg wegbrennen würde, wären ja schon alle Probleme, also nicht alle Probleme, aber wäre schon mal das Hauptproblem erledigt. Ja, aber damit würde sie halt auch zeigen, dass sie nicht... Also es wäre kein guter Start in eine Herrschaft. Ja. Aber ich auch, dass sie John überhaupt gefragt hat, das ist ein guter Grundstein für eine Ehe. Wow. Okay, gut. Also merkt euch das, Leute. Wenn ihr jemanden nach einem Rat fragt, dann wollt ihr ihn im Prinzip heiraten. Ja, mit dem. Also wenn er zuvor in der Höhle wart. Also das muss dann so ablaufen. Genau, das muss genau so ablaufen. Dann müsst ihr rauskommen, dann überbringt euch jemand eine schlechte Nachricht. Ja. Und dann müsst ihr auf den Rat von dem anderen hören.
Und dann könnt ihr den heiraten. Genau. Dann seid, so. Nee, dann seid ihr im Prinzip schon verheiratet. So läuft das ab. So funktioniert das. Genau. Und nächste Woche erklären wir euch, wie Sex funktioniert. Okay. Winterfell. Zurück nach Winterfell. Wir sehen in einem Nebenhof oder wie auch immer man das nennen will, einem Vorhof vielleicht, dass Brienne Podrick. Oh Gott, sind wir keine Kinder. Das ist unfassbar. Das ist echt schrecklich. Podrick. Ja, nee, vergiss es. Brienne macht Podrick weiterhin im Training fertig. Hard School, wie auch immer man das nennen möchte, die harte Schule. Und dann kommt es halt tatsächlich zum Kampf Arya gegen Brienne. Denn Arya sagt ja, dass sie unbedingt mal wieder gegen jemanden Gutes kämpfen möchte, trainieren möchte. Und sie weiß ja, dass Brienne den Hound geschlagen hat, den Hund, Sandor Clegane. Und ich dachte da auch daran, dass beide eigentlich gerade glauben müssen, dass Sandor tot ist. Also ja, auch, wird es zu einem interessanten Wiedersehen kommen. Bestimmt, wahrscheinlich. Ja. Und was auch aufgefallen ist, dass Arya inzwischen echt krasse Dolchtricks drauf hat. Also gerade wie sie diesen Dolch so hin und her schwingt. Ja. Das würde ich auch gerne können. Sieht ziemlich cool aus. Das sah echt sehr, sehr cool aus, ja. Und wir sehen dann auch von oben, dass Sansa dann auch zuguckt mit Kleinfinger zusammen. Genau. Und da haben wir halt auch dieses, was du vorhin schon gesagt hast, was aus beiden geworden ist. Sansa wollte eigentlich immer eine Lady werden. Ja. Ist sie geworden, bloß nicht auf die Art, wie sie es gedacht hat. Ja. Und Arya ist eine Kriegerin geworden, wollte sie auch immer werden, aber halt auch nicht auf die Art, wie sie wahrscheinlich gewollt hat. Genau. Arya, also Brienne sagt halt, ich werde dir nicht wehtun und bla bla bla, dein Schwert ist zu kurz. Also sie unterschätzt Arya und Arya überrascht sie auch direkt, denn direkt in dem ersten Schlagabtausch hätte Arya Brienne töten können. Dann zeigt aber Brienne, als sie halt richtig kämpft, in Anführungsstrichen, dass sie halt die Schlagdistanz hat, die Reichweite und auch sehr große Kraft, was halt Arya nicht hat. Und man sieht halt auch im Hintergrund, dass Podrick extrem froh ist, Brienne mal verlieren zu sehen. Der freut sich da richtig einen Ast ab. Und dann kommt es halt nach dem Kampf zu dem Satz, also erstmal sehen wir auch, dass Arya mit dem Dolch extrem gut umgehen kann. Also nicht nur mit diesen Tricks, was ja, also Schauspieler, sondern ich auch im Kampf. Ja, das Cereal Pharrell wäre wahrscheinlich sehr stolz sehr auf sie. Sehr stolz, ja. Und also auch nochmal, gerade weil man das vielleicht so in der 6. ein bisschen gesehen hat, Respekt an Maisie Williams. Ja, definitiv. Die, da hat die wahrscheinlich eine trainieren müssen. Und ja. Gwendolyn also Christie müssen wir gar nicht erwähnen, die hat es ja sowieso drauf. Definitiv. Diese Choreografie ist schon echt, das war auch wirklich eine großartig, das war ein großartig choreografierter Kampf. Ja. Brienne fragt dann auch am Ende, who told you how to do that? Wer hat dir das beigebracht? Und Arya sagt, niemand. Haha. Haha. Ha. Ja. Ja. Was man aber auch sagen muss eigentlich ist, dass ich finde schon, dass Brienne für Arya ein ziemlich großes Vorbild ist. Auch gerade so ihren Weg, den sie gegangen ist, weil sie ja eigentlich so diesen gängigen Konventionen irgendwie so. Brienne ist ja auch eine Lady. Ja, sie ist eine Lady, aber sie hat das niemals akzeptiert. Genau. Sie hat niemals irgendwie sich von jemandem heiraten lassen, dass die irgendwo in einer Burg weggesperrt wird, sondern ist. Sie sollte immer. Sie ist eigentlich ein Heckenritter. Ja, quasi. Da fällt mir ein, wie sie verarscht wurde. Dass, sie wurde doch immer als die hässlichste Frau der. Also sie wird Brienne die Schöne genannt. Genau. Ja. Und ja. Wir machen auf jeden Fall weiter. Wir gehen. Achso, sorry, willst du noch was sagen? Bitte. Wir sehen auch, das fand ich auch ein bisschen komisch. Sansa guckt sich das Ganze an und sieht irgendwie auch nicht so erfreut aus. Nee, sie fragt sich halt, sie ist sehr beunruhigt darüber, was aus Arya geworden ist. Sie erkennt halt ihre Geschwister kaum wieder. Und vor allem, sie hat halt Bran schon jetzt erlebt, der halt komplett gar nicht mehr Bran ist, noch Arya ist irgendwie anders. Ja. Das Witzige ist, dass jetzt eigentlich Bran quasi niemand ist, weil er eigentlich oder kaum noch jeder. Persönlichkeit sitzt, halt niemand oder jeder. Und Arya sollte das ja eigentlich werden. Ja. Aber egal. Und wir sehen noch mal Kleinfinger, wie er auch wieder direkt nett ist so zu Arya und ihr zunickt. Und wir haben mir einfach nur aufgeschrieben, der ist ein Hurensohn wie eh und je. Ja. Wir reisen weiter in den Südosten, nämlich nach Drachenstein. Jon und Davos reden dort über Dany und Jon sagt, dass er glaubt, dass sie ein gutes Herz hat. Und Davos sagt, ja, haha, du guckst ja auch ganz oft auf das Herz, quasi auf ihre Titten. Ich habe ja auch geschrieben, hier ist es nicht ein Girl Talk, sondern ein Boy Talk. Genau, also ich habe auch. Und
Jon Snow plus Danny. Ja, ist also gleich, ich wollte sagen, es ist so offensichtlich, ja, dass sich da eine Romanze anbahnen könnte. Aber wer weiß, vielleicht machen uns hier die Showrunner da auch einen Strich durch die, ja, Rechnung und genau das kommt nicht, wer weiß. Und was ich in der letzten oder in den letzten paar Folgen vergessen habe, was zu sagen, ich finde, dass diese Treppe, dass, ja, das ein echt tolles Set ist. Ja, ist es. Es ist, das sieht echt fantastisch aus. Übrigens, ich habe eben Titten gesagt und ich wette, es werden jetzt 100 Kommentare darüber kommen, sag doch sowas recht, nicht, ja, jetzt erst recht. Ja. Ja. Tut mir leid, Brüste. John sagt, how many men do we have? Also er sagt erstmal, ich interessiere mich nicht für Liebesgeschichten. Ich habe den. Ja, hier wieder Nachtkönig, bla bla bla. Der immer mit seinem Nachtkönig. Der mit seinem Nachtkönig. Kann mal aufhören, nee, ist langsam langweilig. Der hat mich schon so lange nicht mehr gesehen, der kommt aber nicht. Er sagt auf jeden Fall, how many men do we have? 10,000, maybe less. Und dann Davos antwortet darauf, fewer. Und das ist halt super interessant, weil das hat Stannis mehrmals gesagt und Leute immer so korrigiert. Und ich habe das nochmal nachgeguckt. Less sagt man bei Mengen, die man nicht genau zählen könnte. Zum Beispiel bei Rauch, bei irgendeinem Schleim oder sowas. Und fewer sagt man. Warum Schleim? Ich weiß es nicht. Sag mir eine andere, eine grobe Masse. Also man sagt Wasser. Wasser. There is less smoke zum Beispiel, ja, aber fewer men, weil man die Männer theoretisch genau zählen könnte. Und so hat halt Stannis immer Leute korrigiert. Davos war neben ihm. Und es ist halt einfach dieser, das, was Dennis gesagt hat, sagt gerade Davos. Im Deutschen ergibt das nicht, klappt dieser Dialog nicht so ganz. Da sagt nämlich John, wie viele Männer haben wir? 10,000 in etwa. Und dann sagt halt Davos weniger. Es ist halt einfach ein normaler Dialog da. Dabei ist es im Englischen halt dieser genaue Rückgriff auf das, was Davos immer sagt, okay, Stannis immer gesagt hat. Und dann, wenn man von schönen Herzen spricht, kommt Davos auf seine. Auf seine neue Freundin Missandei. Der ist echt vernarrt in die, ja, Frausnaht. Und dann gibt es ein längeres Gespräch über Bastarde, ja, über das Konzept der Bastarde und über die Herkunft von Missandei. Genau. Und ich muss sagen, dass, ja, Davos ist einfach wieder charming. Charming, Comic Relief, ja, unglaublich witzig. Davos ist echt einer meiner Lieblinge in der Serie. Ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ja. Und wir haben natürlich wieder die Anspielung auf Johns Eltern. Ja. Dass er nicht weiß, wer sie sind, aber, ja, das wird jetzt so oft. Es wird einem auf die Nase geballert, ja, so ins Gesicht gedrückt. Genau, ja, wie Dings, wie dass John und Danny vielleicht heiraten könnten oder sowas. Ja. Das wird auch einem echt gerade stark ins Gesicht gedrückt. Missandei erklärt auf jeden Fall, warum alle Untergebenen von Daenerys für Daenerys kämpfen. Und ich glaube, sowohl Davos als auch John erkennen gerade die Bedeutung von Dannys Linie. Mhm. Von ihrer, also ihre gesamte Motivation. Ich meine, das ist ja auch im krassen Gegensatz, wie zum Beispiel Cersei das geschildert hat. Ja. Davos, achso, sorry, ja, also ein Greyjoy-Schiff kommt an, ne? Ja, genau. Und wir haben wieder ein Wiedersehen. Ja, und zwar ein Wiedersehen, das es zuletzt in Staffel 1, Episode 1 gegeben hat. Denn kurz darauf ist John ja zur Nachtwache. Ja. Fionn kommt wieder auf einem Schiff. Und John würde ihn am liebsten töten, weil Tyrion die gesamte Stark-Familie eigentlich verraten hat. Aber dann, nachdem er zu. Vor allem seinen Bruder. Und ja. John war ja super gut befreundet mit Rob. Ja. Und. Aber Tyrion hat, nachdem er eben zu Reek gemacht wurde, oder wie heißt es auf Deutsch? Stinker. Stinker, hat er Sansa gerettet und das ist das Einzige, was John davon abhält, ihn zu töten, sagt John. Gut. Euron. Tyrion sagt. Was denn? Ja, genau. Er sagt ja, dass Yara oder Asha entführt. Oder ja. Asha entführt hat. Ich habe statt. Ich hab was komplett Falsches hingeschrieben. Ich hab, was denn? Theon will Yara töten. Wow. Nee, okay. Er will sie retten. Retten, ja. Aber bei mir wird es auch übrigens immer in Notizen jede Woche wird es nach hinten immer ein bisschen komischer formuliert, weil ich halt immer müder werde dann am Abend. So, das ist, da ist kein Schwanz. Ja, genau. So, hä, was habe ich damit gemeint? Aber auf jeden Fall sagt Fionn, dass Euron Asha hat und dass er Daenerys fragen möchte, ihm dabei zu helfen, Asha zurückzubekommen. Jetzt lacht sogar der Kameramann über das Wort Asha. Ja. Ja. Aber wir sehen halt schon bei Fionn, es herrscht trotzdem Einsicht, obwohl er geflohen ist. Genau. Machen wir weiter? Rosengarten? Genau. Highgarden? Also nicht, also die Weite. Die Weite, ja, genau. Ja, also ja, die sind ja schon ein bisschen weg von Rosengarten. Die Soldaten entspannen sich in der Weite nach einem erfolgreichen Kampf. Der Zug muss halt nach King's Landing gebracht werden, dieser Tross. Der Loot Train. Ich finde das ein richtig cooler Begriff, Loot Train. Ja.
Tali will die, also Randall Tali will die hinteren Leute auspeitschen. Das zeigt halt auch, was für ein harter Mann das ist. Haben gerade eine Schlacht gewonnen und sollen jetzt die Beute, die Kriegsbeute des Spoils of War nach Königsmund bringen. Und er möchte noch die hinteren auspeitschen. Jamie sagt halt, eine Warnung reicht. Und er sagt halt auch, dass die halt leicht einen Hinterhalt gehalten können, wenn die jetzt so zurückbleiben. Ja. Also im Prinzip, was dann auch dann später passiert, hat er ja recht. Ja. Wir sehen halt, dass Jamie einfach eigentlich ein sehr gerechter und fairer Mann ist. Ja. Zwar wird er verrufen als der Kingslayer, aber er hat auch das gemacht, um tausende Menschen zu retten vor einem irren König. Ja. Und der sieht wahrscheinlich gerade genau das alles wieder mit Daenerys, aber kommen wir erstmal, dazu kommen wir gleich, denn jetzt haben wir sehen einen lustigen. Genau, aber wir sehen, also nachdem wir jetzt eben diese Szene in Dings hatten, in auf Drachenstein, so die eine Seite der Schlacht, sehen wir jetzt auch gerade wieder die andere Seite. Denn das war auch ein Krieg, der. Ich meine, Battle of the Bastards war ein ganz klares Sympathiegefälle. Denn klar waren wir als Zuschauer für Jon und Ramsay Bolton als Mörder und Vergewaltiger und so weiter. Mir kann kaum jemand erzählen, dass er, klar, Figuren sind selten schwarz und weiß in Game of Thrones oder eigentlich nie. Trotzdem dürften die wenigsten für Ramsay Bolton, also zu Ramsay Bolton gehalten haben. Hier ist das in dieser Schlacht. Warum lachst du so? Verschmitzt. Okay. Willst du irgendeinen blöden Witz machen, aber ist okay. Weil du gesagt hast, die Figuren sind nicht schwarz und weiß. Okay. Aber manche Leute würden sagen, ja, die einen sind aber weiß und die anderen sind schwarz. Oh Gott. Also die, Es ist kein Märchen oder auch Herr der Ringe, wo es ein klares Gut und Böse gibt, sondern wir sprechen hier von Grauzonen. Aber hier ist es, bei dieser Stadt ist es ja ganz besonders so. Wir sehen auf der einen Seite Jamie und Bronn, die halt vielen Zuschauern sehr ans Herz gewachsen dürfen. Oder auch, was wir davor gesehen hatten in der Staffel, dass diese Lannister-Soldaten ganz normale Leute sind und auch nett sind. Genau. Und wir lieben halt auf der anderen Seite aber auch Daenerys und Tyrion. Jamie, okay, kommen wir dazu, dass es zu dem Dialog kommt zwischen Dickon und Jamie und Bronn. Und Jamie sagt erstmal wieder Rickon zu Dickon. Nee, er sagt in der letzten Folge Rickard. Hat Rickard gesagt, und jetzt sagt er Rickon. Wo ich mir auch gedacht habe, vielleicht geht er jetzt alle Familiennamen der Starks durch. Nennt er ihn Brandon, dann nennt er ihn Eddard. Und dann Caitlin. Genau. Bronn lacht darüber. Im Deutschen wirkt es halt so, als würde er einfach nur lachen, weil Jamie den Namen nicht kann. Aber es ist halt. Bronn lacht halt darüber, weil Dick halt Schwanz heißt. Ja, Dickon. Dickon, ja. Dickon sagt, dass er, also erstmal die sprechen halt, es war Dickons erste große Schlacht und sie sprechen darüber, wie es ist, tatsächlich in einer Schlacht zu sein. Und Dickon sagt halt, dass er erstens gegen Männer kämpfen musste, die er selbst kannte, weil die Talis ja Tyrell-Bannerträger waren. Außerdem, dass Krieg unglaublich stinken würde, weil sich Männer tatsächlich in die Hose machen, kurz vor ihrem Tod. Das sind halt Dinge, die man erst lernt, wenn man in einer Schlacht ist. Mhm. Das ist halt schon mal ein Hinweis darauf, dass, also es ist halt wirklich eine schöne Sache bei Game of Thrones, dass Kriege nie rein positiv irgendwie dargestellt werden oder als Mittel zum Zweck oder sowas, sondern dass die Schrecken des Krieges immer. Ja, oder dass es nur eine gute Seite gibt. Genau. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass Dickon eine extrem gestylte, moderne, perfekte Frisur hat. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Und auch, dass sein Kopf zu klein für seinen Körper ist. Boah, guck mal, das wäre die perfekte Stelle gewesen, um so ein Product Placement für irgendeinen Haarspray zu machen. Ja, definitiv. Definitiv. Aber willst du noch was zu diesem Dialog sagen oder können wir mit der Schlacht weitermachen? Nee, dann kommen wir zu Bronns spitzen Ohren. Zu Bronns spitzen Ohren? Weil er zuerst als erster hört, was da anrückt. Denn es passiert das, was Robert Baratheon einst gesagt hat. Nur ein Vollidiot würde Dothraki auf offenem Feld stellen. Ich habe auch aufgeschrieben, es wird endlich eins dieser großen Was wäre, wenn beantwortet. Ja, was wäre, wenn die Dothrakis in Westeros antreten würden gegen so eine Armee? Hier ist halt auch ein Grund dafür, warum ich persönlich diese Schlacht auch so unendlich geil finde, ist, dass hier auch wieder ganz krasse Gegensätze aufeinandertreffen. Ich meine, das ist ja eh immer schön. Denn wir haben ja auf der einen Seite die Lannister-Tali-Armee. Wir haben hier perfekte Formationen, wir haben Disziplin und Ordnung. Akustisch passiert was Interessantes, da werden klare Befehle gerufen. Und auch die Kameraarbeit ist extrem smooth. Das heißt, wir haben sehr gerade Fahrten, wir haben teilweise eine statische Kamera, alles sehr klar und gerade.
Und wenn man dann im Umschnitt immer wieder die Dothraki-Armee sieht, haben wir eine extrem wackelige, shaky Cam. Wir haben wildes Geschrei und diese Reitervolksgeräusche. Überhaupt keine Schlachtformation. Überhaupt keine Formation. Die reiten da auf ihren Pferden wie verrückt. Alles sehr chaotisch. Wir sehen in den näheren Einstellungen, dass die Lannister-Soldaten halt furchtbare Angst haben. Und weil die ja auch wissen, für was die Dothraki bekannt sind. Genau. Also ich meine, das wissen ja nicht nur die Lords. Genau. Was die Dothraki sind, ja. Was die angerichtet haben. Und die Dothraki, die leben halt für den Kampf. Und die fühlen sich da erst wahrscheinlich so richtig wohl. Ja. Es gibt übrigens, das habe ich mir gestern angeguckt und ich war baff. Es gibt ein Behind-the-Scenes-Video. Ich habe es gesehen. 14 oder 15 Minuten. Hast du komplett gesehen? Loot Train, ja. Was also dafür Aufwand betrieben wurde für die Folge. Genau, das, da komme ich auch noch im Einzelnen drauf gleich. Ja. Also mich hat es auch sehr, die ganze Szene, also wie die Dothraki ankommen, an Herr der Ringe erinnert, die Schlacht von Minas Tirith, als dann die Rohirrim kommen und auf die Orks zupreschen. Ja. Und ja, was soll man noch dazu sagen? Ja, mich so ein bisschen an Braveheart übrigens, da gibt es auch so eine ähnliche Szene, wo eine Armee mit Pferden auf die Dings. Ich fand es auch witzig in diesem gerade eben erwähnt Behind-the-Scenes Video, sprechen die Macher nicht von Battle of the Bastards, sondern von Bob. Von Bob? Geil. Bob. Dass das noch krasser war als Bob. Ja. Ja, und ja, was kann man sagen? Das ist einfach schön. Ja. Also, sprachlos. Ja, ich war auch wirklich sehr sprachlos. Dann kommt halt, also erstmal sagt Jaime, die Dothraki werden wir abwehren können, aber dann hören sie halt noch was anderes, denn tatsächlich kommt Dany auf Drogon und es ist dadurch quasi so eine Art Feld des Feuers 2.0. Mit minus zwei Drachen. Minus zwei Drachen, genau. Und Dany sagt dann auch Dracarys, also lass es brennen, Feuer, was auch immer das bedeuten mag. Das war witzig, weil ich habe gestern Morgen schon die Folge gesehen und du hast die erst gestern Abend gesehen und hast mich am Mittagstisch gesagt, ich soll ein Wort sagen, das in der Folge vorkam. Ich habe halt gedacht, du sagst, du spoilerst mich nicht und sagst mir ein Wort wie and. Oder die sagen have. Ich habe mir diesen Witz vorbereitet. Was sagst du? Dracarys. Ja. Ich wusste dann, dass es eine Schlacht mit Drachen geben wird. Es ist, ja gut, aber ich hätte es, denke ich mal, auch geahnt. Es ist halt wirklich die verschiedensten, also Jaime sitzt da auf seinem Pferd und sieht, wie ein Fußsoldat nach dem anderen einfach verbrennt. Und ich glaube, das war so ein Moment, in dem Jaime sich sehr stark an den Mad King erinnert haben dürfte, an den irren König, der auch mit Wildfeuer einfach jeden getötet hat. Und hier kommt gerade seine Tochter an und verbrennt wieder alles. Das dürfte Jaime sehr, sehr viele unangenehme Gefühle von früher hochgebracht haben. Die Lannisters und Tarlys werden einfach überrannt. Wir haben eine super geile, hohe, sehr chaotisch ist das komplett falsche Wort, aber eine sehr stressige Musik. Ja, und es ist auch super interessant, fand ich, dass diese Soldaten, die da verbrennen, dass das einfach Stuntmänner waren, die wirklich auf die Feuer gespeit wurden. Ich hab das gestern geguckt und die haben die Leute einfach in die Luft gesprengt. Ja, da war so eine Ladung hinter dem. Ich denke so, wie verrückt musst du sein, wenn du dich in die Luft sprengen lässt? Das ist unglaublich, was die Stuntleute hier geschafft haben. Ja. Die Reiter, die haben sich von den Pferden geworfen, da war nicht mal Matten unten oder sowas. Ja. Das war so, die sind so krank. Ja, so krank. Super krank. Ja, und das hast du wahrscheinlich auch aufgeschrieben, dass mehrere Rekorde gebrochen wurden bei der ganzen Sequenz. Irgendwie. Ja. In der einen Szene wurden die meisten Stuntmen gleichzeitig unter Feuer gesetzt. Es waren 20 Stück, 20 Stuntmänner gleichzeitig. Ja. Wenn du das auch siehst in dem Making-of, du denkst so, ach cool, die am Rand werden gerade gelöscht, in der Mitte brennen noch so ein bisschen. Ja. Das ist doch schön. Ja. Bisher Rekord war der Soldat James Ryan mit 13. Ja. Und noch ein anderer Rekord irgendwie. Nee, den habe ich nicht. Okay. Aber wir sehen dann in einer darauffolgenden Einstellung, ich habe es genannt, die geilste Overshoulder ever. Overshoulder-Shots sind beim Film Shots über die Schulter einer Figur hinweg. Und hier haben wir eine Overshoulder mit Dany auf dem Drachen, der das Schlachtfeld befeuert. Ja. Oh, das sieht so geil aus! Man könnte sich auch so denken, okay, das ist alles Visual Effects. Ja. Aber das stimmt gar nicht. Die haben das gedreht. Ja, die haben das gedreht mit einer Spider-Cam. Ja. Das ist ja so eine Kamera auf einem Seil. Ich glaube, das wird auch im Stadion genutzt. Ja, damit kann man so ganz schnelle, also von so zwei Baunkränen aus so ganz schnelle Fahrten machen. Ja. Und die hatten so einen ganz verrückten Drohnenhelikopter von irgendwie so einer Firma, die heißt Flycam. Okay. Also
nicht so wie man so eine kleine Drohne, wie man sich das vorstellt, sondern ja, wirklich so ein kleiner Hubschrauber. Ja. Das sieht echt krank aus. Ja. Wir sehen jetzt und das wird halt, das, ich meine, die haben das Feuer, haben die vor Schwarz aufgenommen, die haben Emilia Clarke, haben die auf Greenscreen aufgenommen, das hat alles zusammengestückelt, dass es auch wirklich gut aussieht und nicht so künstlich. Ein unglaubliches, unglaublicher Compositing-Act auf jeden Fall. Ja. Also es sah halt wirklich großartig aus und das ist das perfekte Beispiel für Visual Effects Done Right. Wie man visuelle Effekte nutzen kann, um ein sehr realistisches Bild zu erzeugen und ein sehr wunderschönes Bild. Und das ist, sieht halt sehr alles super aus. Gerade so, das ist ja auch dieses Prinzip, das bei Mad Max Fury Road eingesetzt wurde. Ja. Dass man einfach viele Sachen macht und vor Green Film so ein bisschen und das dann eben später zusammenfügt. Auch bei Mad Max halt sehr viel Visual Effects, aber so die viele Stunts, so viel wie möglich wurde halt auch real gemacht. Also es spricht ja auch, mir wird immer wieder vorgeworfen, dass ich was gegen Spezialeffekte habe, gegen digitale Effekte, aber das ist ja überhaupt nicht wahr. Es ist halt nur die Art und Weise, wie man es umsetzt. DB Weiss hat noch eine coole Sache gesagt, fand ich. Das ist so, die ganze Schlacht ist sowas wie so ein Zeitreisefilm, in dem man mit einer F-16 in einem Mittelaltergefecht angreifen würde. Das ist wahr, denn wir sehen, was für eine mächtige Waffe das Feuer des Drachen ist. Und es ist auch kein Zufall, dass sich am Ende Jamie ins Wasser gerettet wird. Also, dass Jamie von Bronda ins Wasser gestoßen wird. Das ist halt wieder auch diese Gegensätze. Wir sehen, dass die Bogenschützen, egal wie viele es sind, nichts gegen die Brust des Drachen machen können. Vor allem auch, das sind ja, das glaube, das erfährt man auch in der Serie nicht wirklich. Die Bogenschützen der Tali zählen zu den besten Bogenschützen der gesamten Welt. Wie gesagt, die haben ja auch dieses Wappen mit dem Bogenschützen drauf. Das kommt ja nicht von ungefähr. Genau. Jamie schickt Bronn zu diesem Skorpion, der von Qyburn in Auftrag gegeben wurde, der ja Drachen verletzen soll oder töten können soll. Und kurz darauf rettet Dickon, über dessen Namen Jamie halt die ganze Zeit nicht weiß, der rettet Jamie vor einem Dothraki. Ja. Und weiter? Okay. Ich hätte mir auch gedacht, so, die hätten lieber mal diese langen Piken von den Bolts ausleihen sollen gegen die Pferde. Das wäre ein bisschen effektiver. Wobei, okay, dann ist da der Drachenfeuer. Und ich fand das wirklich richtig geil umgesetzt. Also bisher hat man Drachenfeuer immer mal wieder so am Rande gesehen oder in der Arena von Marine. Sowas, das ist einfach so ist wie so ein Strahl. Aber hier war es wirklich wie so kleine Bomben, als dann auch diese ganzen Wägen so in die Luft gesprengt hat. Und ich kann es nur noch mal sagen, guckt euch dieses Making-of an, das ist einfach nur Wahnsinn. Wo ich mir dann vorstelle, dass so ein Regisseur wie Matt Shackman, der bisher so eine sehr billig aussehende Serie wie It's Always Sunny gemacht hat, dann sowas Krasses inszeniert. Das ist halt auch eine Sache, die ich wirklich nie in der letzten Zeit mich immer wieder gefragt habe, weil It's Always Sunny hat halt keine Special Effects oder sowas. In der letzten Staffel kam so ein bisschen so Explosionen, aber halt nur so ganz am Rande. Immer nur am Rande. Es ist eine Serie, die halt von den Dialogen lebt und dass so ein Regisseur für eine Serie wie Game of Thrones ausgewählt wird, das hat mich eh schon immer stutzig gemacht, aber ich habe mich natürlich gefreut. Ich hätte auch eher gedacht, dass die auf so jemanden zurückgreifen wie Alan Taylor zum Beispiel. Oder ich glaube, Neil Marshall hat auch diese krasse, ich glaube, Blackwater gemacht. Wir hatten die letzten zwei Folgen der sechsten Staffel gemacht. War das nicht Mark Mylod? Nee, das war, wie heißt der nochmal? Der hat so einen leicht spanisch klingenden Namen. Schreibt das mal in die Kommentare nochmal, wie der hieß. Wir klären das dann letztendlich. Nee, das schauen wir jetzt nach. Marius, schau mal bitte. Der Regisseur der letzten beiden Folgen der sechsten Staffel, das war nämlich, glaube ich, derselbe. Ja. Okay. Ja. Aber wir reden derweil darüber, dass wir Bronn durch die Schlacht folgen, genau wie Jon bei Battle of the Bastards. Genau. Und ich liebe es auch, dass eine Figur wie Bronn, der halt ein bisschen zu kurz kam in letzter Zeit, auch wieder so viel Zeit gewidmet wird. Ja. Also ich glaube, allein Jerome Flynn ist allein daran schuld, sage ich mal, dass er so viel Screentime bekommt, weil er einfach so ein charismatischer Typ ist. Unglaublich, ja. Also wirklich ganz, ganz großartiger Schauspieler. Und er reitet gegen einen Dothraki an und seinem Pferd wird das Bein abgeschlagen und hier fällt halt auch auf. Im Gegensatz zu dieser Schiffsschlacht ist Sapochnik. Miguel Sapochnik. Miguel Sapochnik ist der Regisseur, genau. Er ist Brite. Britischer Regisseur, ja. Und es ist halt auf jeden Fall so, dass hier im Gegensatz zu dieser Schlacht auf den Greyjoy-Schiffen, wo Euron Archer und Fionn angreift, wird hier wieder die 3-Frame-Regel beachtet. Also es ist so, dass man hat beispielsweise einen Move, dass der Dothraki mit seinem Arak dem Pferd das Bein abschlägt und dann hat man einen Schnitt, wo man halt das Bein in einer größeren Einstellung sieht.
auf dem Schiff wurde halt wirklich genau dran geschnitten. Also wir haben diesen Move und dann da, wo der Schnitt ist, da geht der Move auch weiter. Da geht der Move auch weiter. Ja. Bei dieser, es gibt aber halt eigentlich bei Schlachten die 3-Frame-Regel oder bei Kämpfen, dass man in der nächsten Einstellung dann da 3 Frames, also 3 Standbilder zurückgeht. Also quasi, dass man nochmal einen Teil von dem von der Szene, von der Einstellung vorher sieht. Genau. Das fällt einem als Zuschauer bewusst nicht auf. Also es sei denn, man achtet halt genau drauf. Also es fällt halt einem so auf, insofern, dass man dem Schlachtenverlauf besser folgen kann. Genau, also es ist definitiv sehr, sehr gut für den Kampfverlauf, ja. Genau, es ist gut für den Überblick. Ja, Bronn fliegt vom Pferd und sein Goldsack fliegt weg und er schaut dem Gold hinterher, weil er halt diese Söldnerseele in sich trägt. Aber wie er es schon in Dorne bei der Mission zu Jaime gesagt hat, im Endeffekt sind Objekte nur Objekte. Dein eigenes Leben ist immer noch das Wertvollste, was du hast. Also ich habe auch die ganze Zeit während der Sequenz gedacht, okay, Bronn stirbt, Bronn stirbt, ja, ja. Bronn stirbt, Bronn stirbt. Aber so ist er halt klug genug und lässt die Kriegsbeute liegen. Und dann gibt es eine sehr, sehr lange Sequenz, also nicht sehr, sehr lange Sequenz, aber schon eine ziemlich lange Sequenz, in der er zum Skorpion rennt. Und die ist einfach so wundervoll. Das ist ein so wahnsinnig schöner Shot. Und er entledigt sich halt des Dothraki, der ihn weiterhin verfolgt, indem er ihn mit diesem Skorpion erschießt. Und das ist halt auch wahnsinnig clever, weil wir da schon direkt sehen, was für eine Macht dieses Gerät besitzt. Zwar hat Qyburn diesen Skorpion schon benutzt im Keller, im Roten Bergfried, aber hier sehen wir es halt direkt in der Schlacht und wir sehen, was das mit einem Lebewesen anrichten kann. Davor gibt es noch eine wahnsinnig schöne Einstellung, wo ein krasses Umschärfen von Bronn über den Skorpion hin zur Bolzenspitze gemacht wird. Ja. Ein wahnsinnig schöner Shot. Spätestens jetzt habe ich eine Erektion. Was ich aber auch cool fand, dass die den überhaupt mitgenommen haben. Also so in weißer Voraussicht. Ja. Ich meine, die hätten auch denken können, ja, okay, wir laufen jetzt einfach hier. Das geht dann ein bisschen schneller, wenn man nicht den Wagen noch extra mitnehmen muss, aber die haben den trotzdem mitgenommen. Ja. Was ja auch nochmal für die das taktische Gefühl von Jaime spricht. Ja, das stimmt. Für die Vorsicht auch. Ja. Und was mir auch nochmal hier aufgefallen ist, was ich manchmal in anderen so Kriegsfilmen oder sowas, was da nicht so durchkommt. Ich finde auch, dass die gerade diese ganzen Schlachtszenen immer so eine richtige Tiefe haben, weil du vorne auch manchmal einfach nur so jemanden durchhuschen siehst. Ja, ja. Ich glaube halt oft, dass manche Regisseure weglassen, dass es halt das Bild sonst, dass man dem Ganzen nicht so folgen kann. Ja. Was er aber hier dafür spricht, weil er alles, dieses Kriegstreiben ist ja komplett hektisch. Ja. Da passieren ja so viele Sachen, dass man überhaupt nicht mehr aufpassen kann, was passiert. Das ist ja auch ein Trick beim Filmemachen allgemein, wenn man mehr Chaos erzeugen will, wenn man mehr eine Menge als größer darstellen lassen will, dann ist man einfach immer wieder Leute vor der Kamera, direkt vor der Kamera hervorhuschen. Dann sehen wir aber auch, dass Tyrion hinzukommt und dem Ganzen zusieht und ein Dothraki sagt zu ihm, your people can't fight, deine Leute quasi. Also die Leute deiner Art können nicht kämpfen. Oh, und das ist was auch einfach ist zu sagen, wenn da ein Drache kämpft auf der Seite. Ja. Und weil die wahrscheinlich auch eine riesige zahlmäßige überlegen. Ja. Und auch überraschend. Im Hintergrund steht ein Dothraki, der hat so ein Axtspeer wie Arya Hota. Ja, stimmt. Ist das dir auch aufgefallen? Ist mir aufgefallen, okay. Ja. Aber den sieht man auch bereits in Dings, glaube ich, in Drachenstein, wenn ich mich nicht irre, also diesen Speer. Ich weiß nicht, ob es Speere waren oder auch halt diese Axt. Ja, ja. Ja. Und wir hören dann im Hintergrund so eine ganz tolle, eher traurige Version von Reigns of Castamere. Was halt super ironisch ist, weil es ist eine sehr langsame Version, muss man dazu sagen. Und ich meine, wir sehen hier gerade die größte Niederlage der Lannisters. Und Reigns of Castamere behandelt ja eigentlich, wie Haus Lannister ein mächtiges Haus, nämlich Regen, auslöscht. Also quasi, es besingt eigentlich eine große Heldentat oder einen großen Sieg der Lannisters. Und wir sehen hier die große Niederlage der Lannisters. Wobei man auch dann argumentieren könnte, dass aus Tyrions Sicht ist es ja eigentlich ein großer Sieg. Weil er ist das ja auch ein Lannister, aber es ist sein eigenes Haus. Aber Tyrion sieht halt auch seine eigenen Männer sterben. Ja, das tut ihm nicht gut. Das tut ihm nicht gut. Ja. Und das ist halt auch genau das, worüber Dickon vorher gesprochen hat. Er sagte, wir waren einst Tyrell-Bannerträger. Wir haben ich habe gegen Männer gekämpft, die ich kannte. Und jetzt sieht Tyrion halt auch Lannister-Soldaten. Und diese Soldaten haben früher ihn beschützt. Genau. Ja, muss alles schwierig sein. Und Jaime sieht halt hier auch nochmal Fußsoldaten brennen.
Das dürfte ihn halt, wie gesagt, an diesen irren König erinnert also, haben. Du meinst diese eine Szene, wo er sagt, take cover, also nimm Deckung. Und ja. Ich fand das sah wunderschön aus, wie einfach so die zu Asche wurden und so weggeweht genau. wurden. Das sah wirklich wunderschön. Und ich glaube, da bemerkt auch wirklich so seine komplette Machtlosigkeit. Genau. Und er sieht, der dürfte da sehr stark an den irren König erinnert worden sein. Und dann kommen halt auch tatsächlich Drogon und auch Daenerys Theme. Also der Song. Der Song. Der Song von Dany. Das Stück von ihr. Eigentlich, also Daenerys sieht den Skorpion und eigentlich sollte sie ja wegfliegen und Bronn sollte da von den Fußsoldaten einfach vernichtet werden. Das wäre eigentlich der kluge Move. Vor allem auch so, sie sieht ihn und er ist so hell erleuchtet. Ja, das so, auch, ja. so ein Missionsmarker auf ihm ist. Ja. Ja, aber es ist nicht ihre Art, da dann zu fliehen und die Fußsoldaten das machen zu lassen. Sie nimmt es lieber selber in die Hand, auch wenn es vielleicht da in dem Moment nicht das Klügste ist. Ja, vor allem, weil es halt auch die einzige Aktion ist, eigentlich die außer dem Bogenschützen, die direkt gegen sie geht. Genau. Dann kommt und dann habe ich mich doch gefragt, wie lenkt Danny Drogon überhaupt? So wie du auch ein Pferd reitest, denke ich. Ja, der merkt das. Das riesige Vieh merkt, wenn die mit der Hand so ein bisschen oder mit dem Fuß so ein bisschen angeht. Wenn ich dich mit einem Zahnstocher pieksen würde, dann würdest du es auch merken. Ja, aber ich habe keine Drachenhaut. Ja, das wird schon irgendwie gehen. Geht. Hast du nicht Ratatouille gesehen? Da lenkt der eine Person, indem er einen Hahn zieht. Oder die Ratte. Oder Sausage Party, da wird auch jemand gelenkt. Hä? Weißt du nicht? Am Schluss? Ja. Sag's mir okay. später nochmal im Geheim. Ja, die Sausage Party gesehen haben, wissen, um was es geht. Ich kann mich an diese Gangbang-Szene erinnern, aber okay. Ja. Bronn verletzt Drogon und zwar an der Schulter. Und ich meine, Drogon, der Name kommt von Khal Drogo. Und wie ist Khal Drogo gestorben? Mit einem Schnitt. Mit einer scheinbar harmlosen Wunde an der Schulter. Und ja, vielleicht ist es Zufall, aber also vielleicht... Ich habe auch schon ein paar Nachrichten bekommen, ob wir glauben, ob der Speer oder dieser Riesenpfeil, ja, ob vergiftet ist. War. Klar, kann natürlich auch sein. Aber ich weiß nicht, ich glaube auch nicht so Gift glaube ich nicht, aber wie gesagt, ich meine, auch Drogo ist an einer scheinbar harmlosen Wunde an der Schulter gestorben. Ja. Vielleicht passiert das mit Drogon auch, aber vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Wir werden sehen, aber mich hat das Ganze erinnert an das, was mit Rhaenys Targaryen auf Meraxes passiert ist, in den Dornischen Kriegen. Das war die Schwesterfrau von Aegon dem I. Die wurde auch von so einem, Skorpion, der Drache wurde auch von so einem Skorpion getroffen. Aber ich glaube ins Auge. Ins Auge, ja. Und auf jeden Fall stürzte der Drache nieder und Rhaenys war tot, wobei man mutmaßt, dass sie vielleicht nur schwer verletzt war. Ja. Genau. Ja, sieht alles unglaublich großartig aus und wir haben jetzt gelernt, man kann Drachen also tatsächlich verletzen und töten. Vor allem, das macht wieder Bronn. Das ist so ein Motherfucker. Ja. Ich meine, der war Kommandant der Goldröcke. Ja. Er war die Leibwache von Tyrion Lannister. Ja. Und er hat so den Ultra-Monster-Kill gebracht, indem er bei der Schlacht vom Schwarzwacher Bucht das Seefeuer entzündet hat und wahrscheinlich irgendwie tausende Männer umgebracht hat mit einem Streich. Genau. Ja, wir sehen, dass Jaime eigentlich fliehen sollte. Er will den Krieg aber genau da beenden. Und wird fast, der Kingslayer wird fast zum Queenslayer. Und Tyrion sieht das von außen und er nimmt halt quasi so die Rolle des Zuschauers ein, also uns, und sagt wirklich, also auf Englisch ist es, flee you idiot, you fucking idiot. Wirklich schön. Wozu machst du Angst, sorry, falls ich dich unterbrochen habe. Ja, und das ist auch so der erste Moment, wo, oder nicht der erste Moment, okay, kann man argumentieren, aber so der erste Moment, wo zwei Hauptcharaktere gegeneinander sind. Also das erste Mal, wo ein Hauptcharakter versucht, einen anderen umzubringen. Jetzt in der 7. Staffel. Ach so. Ja, also wirklich Hauptcharakter, von vorne bis hinten. Nicht sowas wie, als Eddard gegen Jaime kämpft. Ich meine, Eddard war ja nur ganz kurz ein Hauptcharakter. Aber so, weißt du, was ich meine? Ich wünschte, du hättest das nicht gesagt. Wir werden sehr viele Kommentare kriegen, dass das absolut nicht stimmt. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass man das so sagen kann. Müssen wir jetzt mal genauer drüber nachdenken. Jaime wird, ja bitte, sorry. Nee, Jaime wird von Drogon attackiert und jemand rettet ihn. Bronn. Es ist Bronn. Also man braucht da auch wirklich nicht lange drüber zu Theorien zu spinnen. Also wenn man da einfach nur ein bisschen Standbilder anguckt, ist es Bronn. Und es ist auch ein weißes Pferd, so wie Bronn das hatte. Genau. Es ist wahrscheinlich der Einzige, der wirklich auf Jaime achtet noch in dem Moment. Ja. Er hat ein Lederding an, das ist nicht Dekon, er hat keine Rüstung an. Ja.
Und, was ich mich allerdings frage, ist, also durch diesen See ist Jaime davor noch geritten. Wie tief ist dieser See? Oder wo gibt es diesen... Da muss es plötzlich so ein Teil geben, der so extrem nach unten geht. Dieser See ist einfach unglaublich tief. Abyss. Und er, wie Abyss, der Film. Und er springt, er reitet eigentlich davor da über den See. Aber das ist nur eine Pfütze und das ist ein anderer Pfütze See. Pfütze kann auch sein. Okay. Und was ich auch fand, dass das wirklich so die erste Folge seit langem ist, die wieder mit einem krassen Cliffhanger endet. Das stimmt. Aber weißt du, was ich mich da gefragt habe in dem Moment, ist, ob Jaime jetzt vielleicht nicht sogar ein Anhänger des ertrunkenen Gottes wird. Ja. Oder ob jetzt vielleicht rauskommen könnte, dass Jaime ein Meerjungmann ist. Genau. Und dann Bronn rettet und ihm was ist, Luft so per Mund so zu pustet. Ich wette, jetzt gibt es wirklich sau viele Leute, die Fantheorien schreiben darüber, dass Jaime sich irgendwie den Greyjoys anschließt oder sowas. Ja. Dadurch. Oder er wird Lord Stormheart. Ja, genau. ein wunderschönes Schlussbild, aber übrigens genau ein sehr, sehr ähnliches Bild gab es auch mit Jaimes Bruder. Mit Tyrion in Valyria. Oder in den Büchern in Koryan. Genau. Was man jetzt aber auch noch sagen kann, wir haben gesehen, dass der Skorpion funktioniert. Ja. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, weil das heißt dann, dass Cersei wahrscheinlich Qyburn auftragen wird, mehr solcher Dinger zu bauen und Königsmund damit zu bestücken. Ja. Das heißt, dass Daenerys erstmal nicht mit Drachen da angreifen kann. Oder sie kann es versuchen, aber kann gut sein, dass das nicht funktioniert. Ja, genau. Sie hat so die komplette Versorgung der Lannisters gekillt. Ja. Es kann gut sein, dass sie jetzt nicht mehr die Eiserne Bank, also dass Cersei die Eiserne Bank nicht mehr bezahlen kann. Das heißt, dass die Eiserne Bank vielleicht Daenerys unterstützt oder jemand anders oder sich komplett zurückzieht. Werden wir sehen. Wie gesagt, Randall sagt auch, dass das eigentlich ein großer Teil des Goldes in Sicherheit ist. Wir wissen es nicht, werden wir noch sehen. Ja, ein großer Teil von der Lannister-Armee wurde wahrscheinlich vernichtet. Und ich meine, dieser Tross ist ja richtig lang und ich glaube nicht, dass die dann gefühlt da aufhören, wo so die Schlacht, also wo die Folge endet, sondern dass die noch weiter reiten werden und den Rest plündern werden. Ja. Und was wir auch ganz vergessen haben, dass wir zum ersten Mal Dothraki sehen, die mit Bögen von Pferden ausschießen. Auch verdammt cool. Also wir sehen allgemein, was Dothraki so richtig in der Größenarmee kann. Ja, also das hat man ja zuvor nur so ein bisschen gesehen bei dem Kampf von Khal Drogo. Ja. Oder dann halt so die Folgen, was dann passiert mit so Städten, die eingenommen haben. Aber so wirklich so große Schlachtformationen. Und hatten wir bisher noch nicht. Kam bisher noch nicht vor. Ja, wie findest du allgemein die Serie Game of Thrones, Jonas? Ja, ich finde die ganz nett. Ich finde die auch ganz nett. Die Fantasy-Mittelalter-HBO-Lieblingsserie von uns. Genau. Was sagt ihr denn? Schreibt uns natürlich weiter in Kommentare. Wir werden uns für die nächste Folgenbesprechung nächste Woche Dienstag auch wieder ein paar Kommentare rauspicken. Und ansonsten drehen wir diese Woche einen Kurzfilm, ne? Ja. Das wird sehr spannend. Hat nichts mit Game of Thrones zu tun. Game of Thrones zu tun. Und die Folgenbesprechung kommt immer Dienstag 17 Uhr. Immer. Ja, also jedes Mal. Hat auch zu fragen. Das war bisher jetzt immer so. Wir haben es immer geschafft, seitdem wir die Folgen auch nicht bebildern. Das ist halt auch sehr viel einfacher geworden für uns. Also sehr viel unaufwendiger. Deswegen machen wir das auch nicht mehr. So schaffen wir es halt wie immer dienstags um 17 Uhr zu bringen. Also, hör auf zu fragen! Nee, nichts gegen Fragen. Alles gut, Leute. Wir ja nicht wie ein Arsch klingen, aber wir wurden wirklich sehr, 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 sehr oft gefragt in letzter Zeit. Vor allem, wir bringen jetzt montags immer auf Instagram, ich weiß nicht, nur auf Instagram. Instagram. Twitter, Instagram und Facebook immer so ein kurzes Übersichtsbild, was die Woche läuft. Genau. Und das kommt immer abends, außer samstags, da kommt es 10 Uhr. Ja. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, wir drehen einen Kurzfilm, wir sind dadurch sehr beschäftigt, ihr werdet noch mehr davon erfahren und ich wünschte, wir hätten das auch am Anfang der Folge mal angeteasert, damit das wirklich, ich will, dass das Leute mitbekommen und das gucken. Dann sagen wir das in nächster Folge einfach nochmal. Wir sagen das einfach nächste Folge. Ich schreibe mir das direkt mal auf. Schreibt dir das direkt auf. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall nochmal, halt wie gesagt, in die Infobox gucken, da sind die Reflinks zu Amazon, zu den verschiedensten Sekundärwerken zu Game of Thrones. Außerdem solltet ihr unbedingt mal unsere Social-Media-Seiten auschecken unter die Filmfabrik. Da, wenn mal eine Folgenbesprechung doch zu spät kommen sollte, dann werden wir euch da darauf hinweisen. Außerdem solltet ihr uns unterstützen auf Patreon unter www.patreon.com/filmfabrik oder einfach hier klicken. Da könnt ihr uns mit dem einen oder anderen Euro unterstützen, damit wir hier so weitermachen und welches Video verlinken wir. Genau. Und falls ihr das hört, die Links sind alle in der Info. In der Beschreibung, genau. Ja. Und welches Video verlinken wir? Hast du Lust? Das macht Sinn. Feld des Feuers. Hast du irgendwas? Wir haben eben über das Feld des Feuers gesprochen. Dann verlinken wir das Video über Aegons Eroberung.
Wie war's damit? Alles klar. Da haben wir doch ein Video, ne? Wo wir nur über Aegons Eroberung sprechen. Nee, haben wir alles gelöscht. Okay, haben wir alles gelöscht. Alles klar. Ja, dann bis zur nächsten Folge hier auf die Filmfabrik. Oder bis freitags Podcast, Samstag Special, Montag News. Genau. Tschüss. Ciao. Doheris Vala. Morgulis Vala.